Einen recht schönen, gesegneten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns diesen Tag zu verbringen. Ich danke vorweg, bevor wir beginnen, der ganzen Mannschaft, die hier so fleißig zugerüstet hat. Sie kamen gestern noch in Stau, habe ich gehört. Aber ihr habt alles noch so fein hingekriegt, habt diese Halle hier zugerüstet. Da haben sehr viele Hände gedient in ihrer Freizeit. Ich möchte euch auch einen Applaus widmen. Herzlichen Dank für euren wunderbaren Einsatz. Ich stehe im Moment noch alleine da vorne, weil ich die Aufgabe sehe, die Grundlage zu dem ganzen Thema hier einzuführen. Wir haben sehr viel mitgebracht, das wir euch sagen möchten. Vieles sagen wir in den Liedern, die wir selber komponiert haben. Wir werden euch heute 12 neue Lieder vorstellen. Die sind vom Text her ziemlich anspruchsvoll. Darum haben wir es da oben dann auf der Leinwand noch mit Text nachgearbeitet, dass, wenn man es nicht so gut versteht, dass man es mitlesen kann. Es gibt eigentlich einen Morgen voller Predigt. Normalerweise sagt man, länger als 20 Minuten kann man nicht aufnehmen, aber damit kommen wir nicht zurecht. Ich habe heute ein Thema über das Friedensreich. Da berühre ich etwas, von dem ich ziemlich überzeugt bin. Es ist ein ganz neuer Gedanke. Wir hören heute etwas vom neuen Jerusalem, wovon ich überzeugt bin. Es sind ganz neue Gedanken. Und um das alles aufzubauen, braucht es ein bisschen eine Treppe, eine Zeit, um das zuzurüsten. Ich möchte jetzt, bevor meine Familie dann hochkommt, die Grundlage zu diesem Friedensreich legen. Und ich bitte eure Herzen aufzutun. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, dass uns Gott Offenbarungsgabe gibt. Denn diese Dinge, von denen wir heute reden, von denen wir heute zeugen, die kann man schlichtweg mit dem menschlichen Verstand nicht erfassen. Das sind Dinge, die sind Geist und sind Leben. Und das kann nur durch die Offenbarung, durch die Kraft des Geistes aus Gott geschehen. Und so möchte ich um diese Gabe für uns alle bitten. Und dann möchte ich loslegen. Ich danke dir, Vater im Himmel, für diesen heutigen Tag, dass du diese Menschen alle hierher geführt hast, hierher gezogen hast, um mit uns diese Stunden zu verbringen. Und wir bitten, Herr, dass sie reich beschenkt nach Hause gehen können, dass es eine Degustation des Himmels ist für sie, dass sie all das berühren, was du an Herrlichkeit hast und bist, mit dem du auch uns berührt hast. Und ich bitte, dass du uns allen die Redegabe gibst, die Lehrgabe, diese Dinge, diese Geheimnisse Gottes erklären zu können. Und für unsere Gäste bitten wir, dass du ihnen die Offenbarungsgnade gibst, das zu hören mit deinen Ohren, mit deinem Herzen zu verstehen und in deinem Herzen auch zu bewahren. Segne uns, dass wir erkennen, dass ein lebendiger Gott in unserer Mitte ist. Amen. Also das Thema wurde schon ein bisschen von Justin berührt. Frieden ist sicher das, was im tiefsten in unseren Herzen drin an Bedürfnis steckt. Wer möchte nicht schon gerne Frieden? Ich möchte mal so weit gehen, dass ich sogar behaupte, selbst die Terroristen, die uns in diesen Tagen quälen, an jeder Ecke, letztlich wollen die auch nur etwas durchsetzen, von dem sie meinen, das führt dann zum Frieden. Möchte ich Ihnen mal zugute all den Menschen sagen, die selbst ihr Leben in die Luft sprengen, aus lauter Not und Verzweiflung, sie wollen irgendein Ziel erreichen. Und meine Behauptung ist, wir Menschen sind zum Frieden gesetzt, geboren, das ist unser Lebenselement, wir kommen nicht ohne Frieden zurecht. Wunderbar, schön ist es, dass in der Bibel, in der Heiligen Schrift, schon im Alten Testament von einem Friedensreich prophezeit wurde. Jahrhundertelang haben die alten Propheten den Menschen gewissermaßen ein bisschen den Speck durchs Maul gezogen. Es wird ein Friedefürst kommen, es wird einer kommen, der heißt wunderbar, ewiger Vater, Friedefürst, Gott, Held. Und er wird ein Reich bringen, das wussten sie alle, dass Frieden sein wird, dass von einer Konstitution ist, was der Mensch noch nie gesehen hat. Dieser Friedefürst wird im Alten Testament so klar deklariert, so klar bezeugt, dass man ihn nicht eigentlich übersehen konnte, wenn man die Bibel ein bisschen kannte. Er kam in der Person Jesu, genauso wurde er beschrieben, wie er war. Und er ist gekommen und steht da und jeder spürte, von ihm geht etwas aus, geht ein Friede aus, der ist so unvergleichlich, so unverkennbar. Man wusste, das muss er sein. Und dann steht dieser Mann da, der lauter Friede von sich ausstrahlte, von dem er lauter Friede ausging. Und er sagt zu seinen Jüngern eines Tages, denkt nicht, ich sei gekommen, den Frieden zu bringen auf Erden. Jetzt waren sie aber platt. Ja, jetzt redest du die ganze Zeit von Frieden und sagst, bist nicht gekommen, um den Frieden zu bringen. Und er sagt, nein, denkt nicht, ich sei gekommen, den Frieden zu bringen, wie er das meint. Ich bin vielmehr gekommen, um das Schwert zu bringen. Wie meinst du das, Herr? Hat Jesus jemals zum Schwert gegriffen? Ich lese nichts davon in der Bibel. Aber er sagt, ich komme und ich gebe meinen Frieden in euch.
Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Uns, sagen die Jünger, gib es doch der Welt. Er sagt, nein, ich gebe es euch. Ich gebe meinen Frieden euch und ich versiegle meinen Frieden in euch und ich habe ein Geheimnis, das ich in euch hineinlege, aber das ist wie ein Schwert. Alle, die diesen Frieden nicht lieben, alle, die das nicht nehmen, nicht sich von dem berühren lassen, nicht anstecken lassen von dem, was ich in euch hineinlege, meinen Frieden gebe ich euch. Da wird ein Schwert durchgehen, die werden sich von euch scheiden. Da wird die Scheidung mitten durchs Haus gehen, zu Hause, Vater gegen Kinder, Kinder gegen Mutter und so weiter. Es wird eine einzige Spaltung geben. So hat es Jesus vorgestellt. Was wollte er damit sagen? Jesus ist gekommen, um uns zu dem zurückzuführen, was eigentlich unser Lebenselement ist. Und wir dürfen heute niemals denken, Frieden käme zustande mittels irgendwelchen Verträgen, mittels irgendwelcher Abkommen, mittels irgendwelcher Schlachten, Kriege oder Kämpfe. Jesus ist gekommen, um uns den Frieden zu bringen als Lebenselement, den Frieden, in den wir hineingehören, in den wir hineingeboren wurden ursprünglich, in den wir hineingezeugt sind. Und dieser Friede wird eine Scheidewand haben, auch wenn das Friedensreich da ist, das möchten wir heute so bezeugen. Dieser Friede ist bei denen gelagert, die ein Sensorium haben für den Frieden, die diesem Frieden folgen möchten. Und die anderen werden ihrer eigenen Weisheit preisgegeben. Ich möchte euch etwas sagen. Die Menschheit hat sich auf die Fahne geschrieben, wir machen Frieden selber. In der Bibel steht, Gott hat gesagt, ich werde den Frieden bringen, ich werde mein Friedensreich aufrichten. Und der Mensch sagt gewissermaßen, haben wir alles nicht nötig, wir brauchen keinen Gott, wir machen das schon selber, seht ihr? Und wir sind gekommen, um zu zeugen, dass es die unmöglichste Sache der Welt ist, Frieden zu schaffen aus menschlicher Kraft. Wir haben nicht die Möglichkeit, Frieden zu schaffen. Es ist einfach ganz und gar unmöglich. Und ich möchte euch erklären, warum das so ist. Gott hat uns Menschen als einen Organismus geschaffen. Gott hat uns Menschen als wie ein Mann geschaffen. Der Mensch gehört zusammen, die Menschheit gehört zusammen. Die Menschheit wurde für Gott geschaffen, so steht es geschrieben. Er sagt, ich bin wie ein Kopf dieser Menschheit. Ich allein kann diesen Kopf, diese Menschheit leben. Diesen Körper kann nur ich leben, diesen Körper kann nur ich regieren. Die Menschheit ist ein Organismus ineinander, in sich selber. Und ein Organismus, wenn du es an deinem Körper bemisst, das ist übrigens das Gleichnis, ein Organismus besteht aus Millionen von Zellen, ganz kleine Zellen, die in sich einen einzigen Leib bilden. Und so wie du als Mensch nur wie ein Mann funktionieren kannst, indem von deinem Kopf her etwas ausgeht, was dem ganzen Körper, allen Zellen dasselbe sagt, dasselbe führt, so kann die Menschheit nur funktionieren, wenn sie unter der Hauptschaft, unter der Krone Gottes geführt wird. Und seht ihr, was ist geschehen, als der Mensch sich von Gott losriss, als der Mensch sich sagte, brauchen wir nicht, haben wir nicht nötig, machen wir selber so. Da haben sie sich einen Turm gebaut. Wisst ihr noch, damals in der Sonntagsschule haben wir das gelernt, oder? Haben sie sich gesagt, wir wollen uns ein eigenes Dokument der Macht setzen, wir bringen das selber hin, wir sind selber stark genug. Und sie haben sich als Zeichen dafür einen Turm bauen wollen, der bis hinein in den Himmel reicht. So gewissermaßen wollen sie damit sagen, wir sind selber Gott und selber genug. Wir sind uns selber Gott genug. Wir schaffen das, wir machen einen Turm, der bis in den Himmel hineinreicht und wir werden sein wie ein Mann. Und im Alten Testament heißt es, sie waren ein Volk, das hatte eine Sprache, eine Rede, eine Meinung. Und dann schaut sich Gott das Gebilde vom Himmel her an und sagt, es gibt er selber Zeugnis dort in 1. Mose 11 oder 10, sagt er, nun, schau mal an, jetzt sind sie ein Volk, eine Sprache, eine Rede, alle sagen dasselbe, alle wollen dasselbe, alle haben eine Sprache, jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Also er sagt ihnen jetzt, wo sie beginnen als Organismus zu leben, aber ohne mich, sie wollen selber Haupt sein, sie haben selber ein Haupt über sich gesetzt, jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein und darum hat Gott etwas gemacht. Gott hat vom Himmel her, heißt es, ihre Sprachen verwirrt. Plötzlich verstanden sie nicht mehr. Von dieser Stunde an, als der Mensch selber versuchte, sein Friedensreich selber zu bauen, mit seiner eigenen Herrschaft darüber, hat Gott den Menschen zerstreut. Und seht ihr, vor diesem Problem stehen wir heute noch. Das sind jetzt einfach Dinge, die sollten wir einmal prüfen, ob sie sich nicht genauso verhalten. Seitdem der Mensch sich von Gott losgelöst hat, Gott losgeworden ist in dem Sinne, geht er in alle Richtungen. Die Bibel sagt, ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Wir haben damals gelesen, sie zerstreuen sich über die ganze Erde, sie verstanden sich nicht mehr, sie haben fremde Sprachen geredet, sie verstanden sich nicht mehr. So hat Gott den Organismus, der zum Eins berufen ist,
in den Individualismus hineingegeben. Jetzt hast du das Problem, wenn jetzt irgendein menschlicher Herrscher daherkommt, hat er das Problem, jetzt haben wir im Moment etwa 6 Milliarden Menschen auf der Welt, jetzt haben wir Menschen das Problem, solange wir selber an der Herrschaft sein möchten, werden wir immer einer, wenn einer aufsteht, einer das Ganze regieren wird, hat er 6 Milliarden Menschen gegenüber, die jeder geht einen anderen Weg. Das ist unser Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Und wenn du es von der biblischen Seite her nicht akzeptieren kannst, sagst, das ist vielleicht eine Theorie, dann sage ich dir, mach mal die Augen auf, ob es nicht genau so ist. Jeder Mensch ist ein Individualist, jeder Mensch ist tendenziell dazu geneigt, seinen eigenen Weg zu gehen, nach seinem eigenen Kopf zu folgen, seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Und wenn du schaffst, irgendeine Partei zusammenzubringen, ist die Partei in sich immer klein genug, damit sie den Rest der Welt gegen sich hat. Die wollen alle was anderes. Wir sprechen zwar alle von Frieden, aber je mehr wir von Frieden sprechen, je mehr wir den versuchen aufzuzäumen, desto mehr merken wir enden im Chaos. Der Terrorismus unserer Tage ist Beweis genug dafür. Die ganze Einweltverherrlichung, die wir im Moment haben, die ganze Globalisierung, du merkst, darunter ist alles marode. Und schon die alten Propheten haben gesagt, das Gebilde wird zusammenkrachen. Dann, wenn sich die ganzen Völker vermischen werden, es wird alles zusammenbrechen in einer einzigen Stunde. Warum? Weil wir die Aufgabe hätten, 6 Milliarden Menschen, die alle, jeder zieht in eine andere Richtung, die zu vereinigen. Und darum kann ich dir sagen, das müssen die Qualitäten eines Führers sein, wenn ein menschlicher Führer diese Menschheit führen möchte und in ein Friedensreich hineinbringen wollte. Die Bedingung, dass Frieden ist, die Grundlage der Bedingung ist, dass man eins ist, ist doch klar, oder? Zwei in einem Haus, die nicht selber Meinung sind, können nie Frieden haben. Aber es gibt noch eine fundamentalere Basis des Friedens. Was ist eigentlich Unfriede? Woher kommt er? Die Bibel gibt eine ganz klare Antwort. Die stimmt, die habe ich tausendfach erlebt und du auch. Die Bibel sagt, woher kommt Streit? Woher kommt Unfriede? Woher kommt der ganze Krieg unter euch? Es kommt daher aus euren Bedürfnissen, aus euren Lüsten, die nicht befriedigt sind. Du begehrst und hast nicht. Du begehrst, hast nicht genug. Du möchtest dies, möchtest das und kannst es nicht haben und das macht dich sauer. Ja? Seht ihr, und darum möchte ich kurz zusammengefasst sagen, was die Qualitäten menschlicher Herrschaft sein müsste, um diese Menschheit wirklich vereinen zu können, in Frieden zu bringen. Wir bräuchten so etwas wie eine Superdroge. Ich kam in ein Geschäft in Zürich, irgendwo habe ich was gesucht, da kam ich in ein Geschäft rein, kam so ein Hippie-Typ entgegen mit langen Haaren, der kam so halb geschwankt, begrüßte mich, hallo, welcome to paradise, hat mich so angestrahlt mit einem Lächeln, hätte er keine Ohren gehabt, das wäre rundum gegangen, der Mund. Der war so richtig drauf, richtig gut drauf. Welcome in the paradise. Ich dachte, ist ja wunderbar, so wurde ich noch nie bedient. Bis ich spürte, der war sackverladen, der war voller Drogen. Ja. Und siehst du, das ist natürlich keine Kunst. Ich habe genug mit Drogensüchtigen zu tun gehabt. Ich habe die 15 Jahre rehabilitiert. Ich habe früher mit denen zusammen Musik gemacht und alles Mögliche. Die waren immer toll drauf. Also wenn du Frieden willst, menschlich gesehen, du müsstest jedem Menschen so eine Befriedigung geben, dass er völlig gut drauf ist. So eine Superdroge müsstest du haben, oder? Dann kann jeder Mann auf die Schultern klopfen, kann der Herr Meier und der Müller, die sich immer Feinde sind, am Morgen herrlich begrüßen. Hallo mein Bruder, wie geht's, oder? Wenn du einem ins Auto trittst, sagt er, du bitte auf der anderen Seite auch noch so herrlich. Dann hättest du Frieden. Aber was ist, wenn die Droge nachlässt? Siehst du, der Mensch hat gedacht, wir müssen das Ganze liberalisieren, jeder soll das bekommen, was er will. Jedem ein bisschen nach seiner Fasson. So denkt man, weil man intuitiv spürt, Unfriede kommt von unbefriedigten Dingen. Also sagt man, man erlaubt alles. Ja. Aber was man vergisst dabei ist, dass wenn wir uns menschlich befriedigen, dass alles durchsucht wird. Alles, was wir tun, ist im Moment, scheint super zu sein, happy, wenn du dem Kind ein neues Spielzeug gibst, aber es ist morgen, dann ist es unzufriedener denn je. Verwöhne dein Kind und du wirst einen Tyrannen haben zu Hause. Ja, ist es so? Also ist das nicht ein Weg? Was wir bräuchten, ist eine Droge, die wirklich hält, Tag und Nacht zu Hause, dass zu Hause jeder zufrieden ist, jeder glücklich, jeder alles hat und jeder sagt, ich brauche gar nicht mehr. Aber menschliche Herrschaft müsste auch das vermögen, die 6 Milliarden Menschen, der jeder einen anderen Weg geht, der müsste so eine Macht haben, dass jeder sagt, es geht nicht nach meiner Erkenntnis, es geht nicht nach meinem Willen, ich möchte in die Richtung gehen, aber mit Freude gehe ich jetzt mit dir mit. Ist das super? Das bräuchte es, solange die Menschen wirken und solange die Menschen regieren. Aber ich möchte hier einen Schlussstrich machen, um das einfach zu beerdigen und sagen, bitte lasst uns von dem Wahnsinn wegkommen, von dem wahnsinnigen Gedanken, dass wir Menschen etwas zustande brächten, dass wir Frieden schaffen könnten. Lasst uns von dem Wahnsinn wegkommen, es ist das Unmöglichste, was es hier auf dem Erdboden gibt. Darum kommen wir mit einer Botschaft und reden von dieser Herrschaft hier.
Wir reden von einer Herrschaft, die nicht das Ergebnis von Debatten ist, nicht das Ergebnis von Schlachten, nicht das Ergebnis von irgendwelchen Verträgen, von diplomatischen Gesprächen. Wir reden hier von einer Herrschaft des Friedens. Wir sagen, Friede, der Friede, von dem die Bibel zeugt, Friede ist nicht ein Endergebnis von Debatten und Verträgen und Schlachten. Friede ist eine Voraussetzung. Ich sage es nochmal. Friede ist nicht ein Ergebnis, Friede ist eine Voraussetzung. Friede ist nicht eine Sache, Friede ist nicht ein Endergebnis, Friede ist eine Person. Friede ist er, der Friedefürst, und hört, was Gott tut. Gott sendet uns seinen Frieden, er kommt in Jesus und sagt, meinen Frieden gebe ich euch, sodass wir etwas spüren, etwas berühren, etwas bekommen. Ich vergleiche es das mal mit der Superdroge, von der wir vorher geredet haben. Wenn wir in diese Berührung mit diesem Frieden kommen, von dem wir sprechen, dann wird uns etwas zuteil, das uns von Kopf bis Fuß befriedigt. Aber was wir wissen müssen, dieser Friede, den Gott uns gibt, ist er selber als Person. Dieser Friede ist eine Führungsinstanz. Von diesem Frieden sagen die Propheten, sagen die Apostel im Alten und Neuen Testament, ach, wenn du auf mich hören würdest, mein Friede würde wie ein Strom werden für dich. Jesaja 45 und so weiter, Jesaja 42. Von dem sagen die Apostel, der Friede Christi, der übersteigt jede Vernunft, jeden Verstand. Der Friede Christi sei Schiedsrichter in eurem Leben. Der Friede Christi regiere euer Leben. Hört ihr? Regiere. Willst du regiert werden? Aber welcher Mensch möchte schon gern regiert werden? Wenn wir hören, regiert werden, dann kommt uns doch die Gänsehaut. Ist doch wahr, oder? Will doch keiner sich sagen lassen, wo es lang geht. Aber siehst du, wenn er kommt, der Friede, der regiert, der Friede, der uns beherrschen soll, er herrscht eben auf folgende Weise. Alles, was er uns sagt, ist begleitet mit einem Ja, Herr. Das kommt mit seiner Anweisung. Je schwieriger eine Anweisung ist, desto mehr pulsiert diese Anweisung mit einer Kraft, die sagt in unserem Herzen drin, ja, Herr, sehr gern, Herr, wunderbar, Herr. Verstehst du? Wenn der Friede ist, Christi uns regiert, uns etwas auferlegt, uns irgendwo hinleitet, dann kann ich sagen, jeder von uns kann das sagen, dann kann ich sagen, Herr, ist überhaupt nicht meine Meinung, aber Halleluja, ich gehe den Weg gern. Herr, es entspricht überhaupt nicht meiner Erkenntnis, was du jetzt von mir willst, das geht ganz gegen den Strich. Zum Beispiel bei mir früher, oder? Als Gott mir aufs Herz legt, der Friede Christi auf mich kam und sagt, von heute an machst du alles umsonst, du arbeitest nicht mehr für Geld, okay? Und ich war eben dabei, auszurufen, ich werde Millionär werden. Ich wollte mit 21 damals Millionär werden. Jetzt kommt dieser Friede Christi und sagt mir, du wirst alles gratis machen. Dein Leben lang ist es okay, so machen wir das zusammen. Ja, das siehst du, das kann kein Mensch. Aber das kann der Friede, der selber Gott ist, der eine unfehlbare Führung ist. Und ich spüre, bevor ich den Weg verstehe, dass er in Ordnung ist. Das ist das Geheimnis der Regentschaft Christi. Wenn er uns führt, bekomme ich eine Riesenfreude, Wege zu gehen, die ich gar nicht gehen will. Ich habe eine Erkenntnis, die in die Richtung geht und ich sage, mit Wonne, Herr, wenn ich nur das behalten darf, was mich jetzt berührt, dein Friede, deine Kraft, deine Willigkeit, dein Halleluja in meinem Herzen, zu dem Ja zu sagen, was mir völlig unvernünftig scheint, wenn ich nur das behalten kann, gehe ich mit. Und der Herr sagt, es ist ein ewiger Bund des Friedens. Du darfst ihn behalten. Und dann plötzlich spüre ich behalte den Frieden Christi ja nur dann, wenn ich mit ihm mitgehe, sobald ich etwas besser weiß. Der Friede Christi sagt mir, Mach das, mach dies, mach jenes und ich weiß es besser. Sobald ich etwas besser weiß, überlässt mich der Herr und ich werde spüren, ich ende wieder in Friedlosigkeit, der Friede hebt sich von mir. Und so haben wir das kennengelernt, dass der Friede selber unfehlbare Führungsinstanz ist, der Friede Gottes nämlich. Er übersteigt jeden Verstand. Und der Herr sagte zu seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt, sondern meinen, der hat eine ganz andere Qualität. Und wenn ihr irgendwo hingeht, sagt er, legt diesen Frieden auf ein Haus, bevor ihr eintretet. Ruft euren Frieden aus und er wird über die Menschen kommen. Er hat uns etwas Dynamisches gegeben, etwas, das uns berührt. Und ich hoffe, dass wenn du heute hier bist, dass genau das stattfindet. Dass du spürst, dass was wir reden, ist nicht Theorie, sondern dass du selber von diesem Frieden berührt wirst, selber Zutrauen gewinnst zu diesem Leben und selber Mut bekommst. Jetzt komme ich auf einen Begriff, der mir sehr wichtig ist, dass du Mut bekommst, nach Intuition wieder zu leben. Ich möchte das noch dahingehend kanalisieren, möchte ein bisschen Vorwort. Es gehört einfach für mich dazu, sonst kommen wir nachher gar nicht mit, von was wir die ganze Zeit reden. Hört, wir sind geschaffen von Gott, ich sage es nochmal als Organismus, wir sind zusammen ein Mensch
Und dieser Mensch kann nur Kraft seines Friedens, Kraft seines Geistes, Kraft seiner Salbung, wie man es auch nennt, Kraft seines Lebens, können wir nur existieren. Und darum musst du wissen, wenn wir als sechs Milliarden Menschen wie ein Mann leben sollen, das kannst du nicht über Vernunftswege abwickeln. Das genügt nicht, wenn einer hinstellt, irgendwas sagt und dann diskutieren wir darüber, ob wir das tun oder ob wir das nicht tun. Wenn Gott uns leitet, Gott ist ein Gott der Intuition, dann gibt er uns etwas ins Herz, das bei uns allen gleichzeitig in einem Moment funktioniert. Das nennt dann die Bibel, der Friede Christi regiere in euren Herzen, als wie in einem einzigen Organismus, in einem einzigen Leib. Könnt ihr nachfolgen, wovon ich spreche? Wir Menschen haben verlernt, nach Intuition zu leben. Wir haben Angst vor der Intuition, weil wir sagen, Gott hat uns den Verstand gegeben. Ach, wenn wir doch endlich Angst vor unserem Verstand hätten, versteht ihr? Jetzt haben wir uns 6000 Jahre Menschheitsgeschichte hinter uns gebracht und das Chaos wird immer perfekter. Haben wir alles mit unserem Verstand zu Rande gebracht. Hätten wir doch besser mal Angst vor dem Verstand. Aber wenn wir kommen und sagen, das Geheimnis ist Intuition, der Friede Gottes ist eine Intuition, ist eine unfehlbare Führungsinstanz, dann haben wir eine Riesenangst. Dann kommen die Christen und sagen, halt, das ist Gefühlsduselei, auf was lässt du dich hier ein? Hör auf damit, ich habe Angst davor, ich muss das kontrollieren können. Und wir sagen, nein, wir haben jetzt seit ungefähr 30 Jahren habe ich ein Leben gelebt, das sich auf Intuition wieder verlässt. Und ich will dir Mut machen, wieder auf Intuition umzuschalten, denn das ist unsere Mission, die wir dir heute bringen. Lerne dem Frieden folgen, wenn du ihn spürst. Wenn du diesen Frieden spürst, der sich von jedem anderen Frieden unterscheidet, dem göttlichen Frieden, dann habe den Mut, so darauf zu fußen, dass du sagst, auf diese Karte setze ich mein Leben. Und wenn das nicht funktioniert, ich sterbe lieber, als dass ich von dem wieder ablasse. Das muss dir über alles gehen. Und wenn du nicht den Mut hast, das zu tun, sage ich dir, unser Gott ist ein Gott der Intuition. Achte mal, was ich dir jetzt sage. Er hat uns Beispiele in der Natur gegeben, um zu zeigen, wie perfekt er das kann. Mit Tieren zum Beispiel. Tiere haben keinen Verstand, das weißt du. Ja? Da hast du einen Ameisenstaat, hast einen Bienenstaat, hast du Heuschreckenschwärme. Wie funktionieren die eigentlich? Wir haben immer gedacht, sie haben einen König. Ja? Vor 3000 Jahren ließ uns Gott niederschreiben, sie haben keinen König. Haben sie nicht. Wie leben sie denn? Sag mal, was funktioniert besser, ein Bienenstaat oder ein Menschenstaat? Ja, sag's doch ruhig laut, ist doch so. Der Bienenstaat, natürlich. Ja. Wer kann schneller sich in eine Richtung bewegen, miteinander? Heuschreckenschwärme oder Menschenschwärme? Zweifellos, müssen wir nicht diskutieren. Wer arbeitet besser zusammen, dass es eine Einheit ist, Ameisen oder Menschen? Du wirst immer verlieren, obwohl die keinen Verstand haben. Aber Gott beweist, und so sagt es in seinem Wort in der Bibel, er sagt, ich leite sie alle. Er gibt ihnen Instinkt. Ein Heuschreckenschwarm, ließ ich mir kürzlich sagen, der kann, wenn er über Quadratkilometer Billionen von Heuschrecken zusammen sind, wechseln die ihre Richtung, wenn sie in Lebensgefahr kommen, in weniger als einer Sekunde. In 0,6 Sekunden, die hinterste und letzte Heuschrecke miteinander, gehen die rauf und runter oder runter und rauf und links und rechts, wie ein Mann, verstehst du? Wenn das nicht ein Dokument der Zuverlässigkeit ist. Sobald sie in Lebensgefahr kommen, funktioniert das so und auch sonst funktioniert das so. Die Bienen, die Ameisen, sie arbeiten alle umsonst. Sie funktionieren so zusammen, dass sie Bauten machen, von denen kein Ingenieur verstehen kann, wie kommen sie auf so eine perfekte Lösung. Siehst du, sie gehen nach Intuition. Das ist das ganze Geheimnis. Und Gott hat uns damit demonstriert, dass Intuition zuverlässiger ist als unsere menschliche Vernunft. Und darum mache ich euch Mut heute. Habt den Mut, auf die göttliche Intuition zu setzen, dass dort, wo ihr den Frieden Gottes, mit dem Frieden Gottes berührt werden, wir können dem auch sagen, das Leben Gottes, wenn euch das Leben Gottes berührt, das sich in Frieden, in göttlichem Frieden auszeichnet, dann habt den Mut, mit dieser Intuition mitzugehen, wo immer sie euch heißt. Dem Frieden, der Herrschaft des Friedens folgen, heißt, Wege zu gehen, vollkommene Ruhe zu haben über Wegen, die völlig mir unvernünftig erscheinen. Wege gehen zu können, die ein anderer mich führt, mit völliger Überzeugung, als wäre es meine eigene. Seht ihr, wenn das zustande kommt und wir spüren, sobald wir in diesen Frieden eingetaucht werden, dann ist es unser Lebenselement. Dann werden wir keinen Unfrieden mehr haben untereinander. Dann ist jeder von uns befriedigt, wenn ich mal so sagen darf. Er hat Friede in sich, von dem er sagen kann, ach, wenn ich nur dich habe. Wenn ich nur in diesem Frieden bleiben darf.
frage ich nicht mehr nach Himmel und ich frage nicht mehr nach Erde, so wie es der Psalmist sagt. Dann brauchen wir einander nichts mehr wegnehmen, dann hast du viel mehr Freude, einem anderen was zu schenken. Das ist der Grund, warum heute alles kostenfrei ist. Ich habe viel mehr davon, verstehst du? Ich erlebe das in mir, dass jetzt erst ist mir richtig wohl, wenn ich es gratis machen darf. Wenn einer kommt und sagt, komm, darf ich dir was geben, dann wird es mir schon wieder unwohl. Verstehst du? Du darfst natürlich was geben, ist logisch, aber die Denkweise ist ganz anders. Ich bin glücklicher beim Geben, wenn ich dem Frieden folge. Ich mache tausend Erfahrungen, die anders gehen, als der Mensch das will. Und von diesem Frieden möchten wir euch zeugen. Wir möchten euch sagen, Gott hat mit dem Menschen einen Bund gemacht, den Bund des Lebens und des Friedens. Und darum wird es funktionieren für jeden, der da reinkommt, wenn du mit diesem Frieden erfüllt wirst, wenn du diesen Frieden folgst, wenn du ihn nimmst, wenn du ihn als dein Eigentum betrachtest und mit ihm mitgehst, ist der Friede, von dem wir sprechen, nicht mehr bloßer Akzent in deinem Leben, in deiner Sprache, sondern ist die Sprache selber. Friede ist nicht nur eine kleine Beigabe. Friede ist nicht nur ein Akzent. Friede ist die Sprache selber, die wir verstehen lernen müssen. Friede ist nicht nur eine Raststätte, um es mit einem anderen Wort zu sagen. Ist auch Rast, aber Friede ist der Weg. Oder mit einem anderen Bild gesagt, mit dem Autobild gesagt, Friede ist nicht Luxus-Interieur mit getönten Scheiben bei einem Auto. Friede ist das Navigationssystem, das dich leitet. Friede ist die unfehlbare göttliche Führungsinstanz in deinem Leben. Durch Frieden führt er uns, durch die Berührung des Friedens, durch die Intuition des Friedens. Und da möchte ich euch Mut machen, mit hineinzukommen mit uns, dass wir als Organismus wie ein Mann wieder funktionieren und wie ein Mann leben. Jetzt möchte ich meine Familie hochbitten. Wir werden jetzt von diesem Reich, das ich jetzt eingeführt habe, zeugen mit all unseren Liedern, mit all unseren Zeugnissen. Und wir werden jeweils zu jedem einzelnen Lied eine kurze Einführung geben, dass wir die Lieder verstehen können. Bitte kommt hoch. Ich stelle meinen Bruder Joshua vor, ist 13 Jahre alt und er spielt im Film mit, den ihr heute Nachmittag seht. Das ist meine Schwester Anna-Sophia. Sie ist 9 Jahre alt und sie macht auch jeden Morgen, wenn sie die stille Zeit gemacht hat, immer dazu noch ein kleines Lied und das übt sie dann immer und das höre ich dann immer und das finde ich ganz schön an ihr, dass sie da immer, das führt sie dann auch in der Familie vor und ja, das finde ich gut von ihr. Guten Morgen, das ist meine Schwester Sulamit, sie ist 15 Jahre alt. Und wenn ich ganz kurz etwas über sie sagen darf, was mich ganz speziell an ihr freut, ist, dass man ihr abspürt, dass sie eine ganz persönliche Liebesbeziehung zum Herrn hat. Und sie schafft das auch jedes Jahr wieder neu, das in ihrem Lied so auszudrücken, dass das so wunderbar rüberkommt. Ihr werdet das heute auch wieder hören. Ich habe kürzlich mal ein Lied gehört, das sie vor 3 Jahren geschrieben hat, von unserer CD, die Beziehung heißt. Das hat mich ganz tief bewegt, da war ich gerade in einer Stunde, wo ich das ziemlich nötig hatte. Und da singt sie so ein ganz bedürftiges Lied zum Herrn. Herr Jesus, ich brauche dich, ohne dich kann ich nichts. Und das hat mir da sehr gut getan und das gefällt mir an ihr ganz besonders. Ja. Ich möchte euch gerne Simon vorstellen, er ist 21 Jahre, er ist der Älteste von unserer Familie. Ja, was ich an Simon sehr schätze, ist, dass er eigentlich immer für uns Kinder da ist, er schaut immer gut, so wie, man kann wie sagen, sein zweiter Vater. Er nimmt auch Papa und Mama damit viele Lasten ab, indem er gut für uns schaut und auch immer wieder die Grenzen mal setzt, wenn es nötig ist. Ja. Guten Morgen miteinander, das ist meine Schwester Ruth. Und sie ist in der 1. Klasse. Das ist Jan Henoch. Er ist 11 Jahre alt und will an Mama und Papa angedockt sein und auch an Herr Jesus. Guten Morgen miteinander. Das ist mein Bruder Elias. Er ist 14 Jahre alt. Und was mich an ihm sehr beeindruckt, ist, dass er Mama immer eine sehr große Stütze ist. Ich finde das voll schön, auch dass er so hilfsbereit ist und treu im Kleinen.
und auch, also man kann sich wirklich auf ihn verlassen, wenn man ihm was sagt. Guten Morgen, das ist meine große Schwester Noemi. Sie ist 16 Jahre und sie ist schon jetzt sehr hauswirtschaftlich. Also falls meine Mama weg ist oder so, ist das Kochen und die Hauswirtschaft auch immer in guten Händen. Ich darf euch meinen großen Bruder David vorstellen. Er ist 20 Jahre alt. Ihr werdet heute auch ein sehr schönes Lied von ihm hören, das er geschrieben hat für dieses Oratorium, nach der Pause dann. Und ja, er hat eine ziemlich intensive Zeit hinter sich, dieses halbe Jahr. Und zwar hat er eben nicht nur dieses Lied geschrieben, er war der Hauptdarsteller im Film, den ihr heute Nachmittag sehen werdet. Und gleichzeitig hat er die Abschlussprüfung als Automechaniker. Und es war ziemlich viel bei ihm los, er hatte ziemlich viel da zu üben und zu machen. Aber er hat es sehr gut gemeistert, er war immer... Wenn man ihn beobachtet hat, er war nie im Stress und Übereifer und Unglauben oder so, hat es immer schön souverän, so alles miteinander gemacht halt. Und sehr gut gemacht sogar. Ja. Ja. Guten Morgen, ich darf euch meine liebe Schwester Lois vorstellen. Sie ist jetzt 18 Jahre alt. Sie hat auch viel zum Film beigetragen, den ihr heute sehen werdet. Sie hat nämlich den geschnitten, also die verschiedenen, aber auch mitgefilmt. Sie hat gefilmt und dann das Ganze verarbeitet und geschnitten. Auch im Oratorium hat sie sehr viel mitgearbeitet. Sie hat zwei ganz wunderschöne Lieder gemacht, die mir sehr gut gefallen. Die werdet ihr auch zum Schluss hören. Das zweitletzte Lied wird von ihr sein. Das gefällt mir sehr gut. Und was mir auch sehr gefällt an ihr ist, wie sie so kompromisslos, unablässig auch diesem Frieden, den euch Papa schon vorgestellt hat, einfach nachgeht zu jeder Tages- und Nachtszeit. Da kann ich auch noch viel von ihr lernen. Ja. Guten Morgen zusammen. Ich darf euch die Anni vorstellen. Anni Sasek, 44 Jahre jung, Mutter all dieser Kinder. Sie ist die Frau, die mein Leben am allermeisten verändert, geprägt hat durch ihr Vorbild. Jemand hat kürzlich einen Zeitungsartikel geschrieben, ich habe den zufällig gelesen. Da hat er die Helden dieses Jahres, es ist ja das Jahr der Helden, wie wir uns sagen ließen, hat sie verglichen mit den Hausfrauen und hat dann festgestellt, dass die wirklich wahren Helden diejenigen sind, die in dieser heutigen Zeit Kinder gebären, die treu hinstehen, die im Verborgenen arbeiten, die für die Gesellschaft wirklich etwas tun. Das möchte ich über meine Frau bezeugen. Ich habe nie einen Menschen gesehen, der ihr gleichkommt. Sie hat 11 Kinder geboren und ist in Treue Tag und Nacht verfügbar, verzichtet auf unsagbar viele Dinge, um hier etwas Fundamentales aufzubauen, eine Gesellschaft, die an der Basis gesund ist. Da hat sie eine mächtige Heldentat für mich vollbracht, täglich. Ja. Also ich möchte euch noch Ivo vorstellen. Ich möchte einfach sagen, dass er für mich in jeder Hinsicht das größte Vorbild ist, das ich kenne. Und ich bin ihm so dankbar, dass er uns dieses Leben lehrt und diesen Frieden und dies auch ganz praktisch uns seit vielen Jahren demonstriert, wie er stillsteht, wenn irgendetwas nicht mehr im Friede ist, wie er gemeinsam mit uns einfach die Lösungen sucht und auch immer wieder diese Preise bezahlt, um uns ins Leben hineinzubringen. Es gäbe noch so vieles zu sagen und ich denke, dass ihr noch einiges hören werdet von ihm. Ja, und dann haben wir noch ein kleines Mädchen, die Boasa, sie ist unser 11. Kindlein, sie ist jetzt 2,5 Jahre. Jetzt werde ich mein erstes Lied einleiten. Wie gesagt, wir haben heute 12 neue Lieder dabei. Und das erste Lied ist ein Lied, das von der neuen Stadt, von dem neuen Jerusalem spricht, das vom Himmel herabkommt. Es ist ein sehr anspruchsvoller Text, darum möchte ich ihn einführen, um ein neues Verständnis davon zu geben. Das neue Jerusalem, der Wunsch vieler Kinder Gottes, der Trost, der Ewigkeit, in dem Sinne, man denkt, wenn es mit dieser Welt endlich vorbei ist, werden wir dann in einer neuen Welt, in einem neuen Globus leben. Und da wird diese Stadt vom Himmel herabkommen, er wird als Kubus beschrieben, eine Stadt wie ein Kubus, 2220 Kilometer hoch, so breit und so tief oder so lang als ein Kubus. Und die Stadt, heißt es, die ist... hat Grundmauern wie aus Edelsteinen aller Art, sie hat Perlentore und sie hat goldene Straßen,
sie hat kein Licht mehr, wie normale Städte haben, und so viel wird über diese Stadt gesagt. Und mein Anliegen mit diesem Lied ist, dass wir diese Stadt etwas verstehen lernen. Denn sie ist nicht als Trost gegeben für diejenigen, die die Hoffnung auf Frieden, die die Hoffnung auf Leben, die die Hoffnung auf Veränderung hier auf Erden aufgegeben haben, dass man träumen kann von der ewigen Stadt da drüben in einer neuen Welt. Diese Stadt, davon sind wir fest überzeugt, dieses neue Jerusalem, von dem Offenbarung 21 zeugt, das ist eine Person. Das sind Personen. Diese Stadt ist personifiziert zu verstehen. Und es ist eine Stadt, die hier jetzt auf dieser Erde noch, über dieser Erde sein muss, auf diese Erde herabkommen muss. Und das ist ein Gedanke, der mag uns schwer eingehen im Moment, der mag uns einiges theologisches Denken durcheinander bringen, aber ich möchte es mit ein paar Punkten dokumentieren, damit ich das Lied nicht einfach so über euch wegsinge und erklären, warum ich auf diese Lösung komme. Seht ihr, so wie der Friede nicht ein Endergebnis, nicht eine Sache ist, sondern eine Person, so ist auch die Stadt wesenhaft zu verstehen. Gott ist ein Gott des Wesenhaften. Was hat er gesagt? Ich wohne nicht in Tempeln von Menschenhand erbaut. Stephanus musste um diese Behauptung willen sterben, als er das predigte im Neuen Testament. Er hat es den Schriftgelehrten buchstäblich vor die Nase geknallt. Er hat gesagt, Gott wohnt nicht in Tempeln von Menschenhand gemacht. Er möchte in Tempeln wohnen, die seine Hand gemacht haben. Und seht ihr, er hat damals von unseren Körpern gesprochen. So legten es nachher die Apostel und Propheten aus. Sie sagten, ihr seid der Tempel. Gott wohnt in euch. Gott möchte in euch Wohnung nehmen. Ihr seid das Haus Gottes. Ich werde zu euch kommen und Wohnung bei euch machen. So sagt es der Herr immer wieder. Und so werden wir als Haus dargestellt. Jesus stellt sich selber an einem Ort als Tür dar. Ist er eine Tür? Er stellt sich als Weg dar. Ist er ein Weg? Seht ihr, es sind so viele Bilder. Das Neue Testament, insbesondere die Offenbarung, ist ein Buch, das lauter geistliche Bilder, Gleichnisse darlegt. Aber von dieser Stadt, um es auf den Punkt zu bringen, von dieser Stadt heißt es, sagt der Engel zu dem Propheten, schau, da kommt die Braut des Lammes. Die Braut des Lammes, das Lamm ist wieder so ein Synonym, ein Gleichnis, ein Bild für Jesus, das Lamm Gottes. Und dann schaut der Prophet, weil er sagt, schau, die Braut des Lammes bereit gemacht zur Hochzeit, schaut er sich um und dann heißt es dort nichts anderes, als ich sah eine Stadt geschmückt wie eine Braut vom Himmel herabkommen. Seht ihr, an dieser Stelle hätten wir eigentlich hellhörig werden sollen. Von dieser Stelle an hätten wir vom geistlichen Materialismus abtreten sollen. Von dieser Stelle an hätten wir nicht weiter glauben sollen, dass da eine wirkliche Stadt gemeint sein kann. Denn ehrlich gesagt, wollen wir heute noch daran glauben, dass Jesus, das Lamm Gottes, einst mit einer Stadt verheiratet sein würde? Ja? Es heißt nachher nicht, es kam eine Stadt geschmückt wie eine Braut und dann kommt die Braut aus dieser Stadt herausgelaufen. Sondern die Stadt selber ist die Braut. Die Stadt selber ist das Gegenüber, mit dem er vermählt wird. Seht ihr? Und darum ist uns wichtig, diese Stadt, dass wir nicht mit billigem Trost uns auf eine Ewigkeit freuen. Wir müssen endlich einsehen, Gott hat uns verheißen, selber zur Stadt Gottes zu werden, zur Wohnstätte Gottes zu werden. Das hat seinen Anfang genommen mit der Gemeinde, die der Tempel Gottes ist, der Tempel Gottes mitten unter den Menschen. Er wohnt nicht in Tempeln von Menschenhand gemacht, da ist zuerst bist du gemeint. Aber er wohnt ebenso auch nicht in Städten, versteht ihr? Er ist nicht an Städten interessiert, die irgendwo erbaut sind, auch nicht an geistlich-materiellen Städten, die er selber gebaut hat im Sinne von geistlichem Materialismus, dass wir dann in der Ewigkeit an dem ewigen Gold uns erfreuen, dass es wieder materialistisch wird, sächlich. Seht ihr, wenn wir lauter Häuser sind, wenn wir Häuser Gottes sind, in denen er wohnt, und dann sterben die und gehen zu ihm, und das heißt, sie werden alle mit ihm kommen. Die Heiligen werden mit Christus wiederkommen, wenn er diese Herde heimsucht, um sie für 1000 Jahre zu einem Friedensreich zu machen. Wenn jetzt da lauter Häuser von oben herabkommen und da unten kommen ihm lauter Häuser entgegen, was gibt das zusammen? Ja, das gibt eine Stadt. Siehst du, wo viele Häuser zusammen sind, ist eine Stadt. Und uns wurde verheißen, dass wir eine Verwandlung erleben, dass wir dieses irdene Zelthaus, dass es abgebrochen wird oder verwandelt wird und dass wir eine Stätte bekommen, die von Gottes Hand gebaut ist. Siehst du, wir Christen haben uns immer darauf gefreut, wir haben gehört von Herrn, dass er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich komme wieder.
Und wir haben nie gewusst, dass im Griechischen dort genauso, könntest du dort lesen, ich gehe hin, euch als Städte zu bereiten. Ja? Wir haben immer gedacht, weil der Zimmermann ist, geht er da oben ein Haus zimmern für mich. Ja? So ungefähr, oder? Jetzt baut er uns da oben ein Haus und dann haben wir ein herrliches Leben da oben. Aber er sagt, ich will euch als eine Stätte bereiten. Ich möchte dich zur Stadt Gottes machen. Ich möchte dich, Menschheit, machen, eine Vorhut, zuerst die Gemeinde und dann immer mehr dazu, dass es zu einer Stadt wird, wo Gott mitten unter den Menschen wohnt, wo der Tod ausgeschafft wird, wo wir als Menschheitsorganismus wieder unter seiner Führung, wie wir es am Anfang gehört haben, wieder zusammen leben lernen, wie ein Mann unter dem einen Frieden Gottes, den wir alle gleichermaßen miteinander wahrnehmen. Er möchte, dass wir wie eine Stadt sind, mitten unter den Menschen. Eine Stadt, an der klar wird, Länge, Breite und Höhe sind gleich. Das meint eine Ausgeglichenheit. Nicht mehr auf der einen Seite die turmhohen Tugenden und auf der anderen Seite diese abgrundtiefen Laster. Wo wir merken, Gott lebt in ihrer Mitte, Gott lebt unter ihnen, er lebt in ihnen. Und wo man merkt, diese Stadt, so heißt es weiter in Offenbarung 21, diese Stadt hat Bäume auch ein Typus für Menschen und so weiter, Bäume, deren Blätter zur Heilung, zur Therapie der Völker gegeben sind. So kannst du es lesen. Mit diesen einleitenden Worten hoffe ich, dass du die Stadt künftig anders erwartest und Sehnsucht bekommst, nach selber Stadt Gottes zu werden. Denn es hat nichts mit der Ewigkeit zu tun, mit dem, was alles noch kommen soll nach dem Tod, in dem Sinne, wo da unten gar nichts mehr ist, denn wo eine Stadt ist, deren Blätter, der Bäume, zur Heilung, zur Therapie der Völker ist, da ist ja noch nicht ganz alles abgeschlossen, sind wir uns einig, ja? Es sind die Dinge, die von Gott ausgehen, durch Menschen. Und Gott möchte uns zur Stätte machen und er möchte uns zu einer Herrlichkeit hinführen, dass wir als Menschheit in die vollendete organische Gemeinschaft zurückfinden in ihm, dass unsere Wege wieder zu goldenen Straßen werden. Denn das sind die goldenen Straßen, die gemeint sind. Unser Wandel, der klar ist wie Kristall, klar wie Gold, weil er von Christus wieder gelebt wird, weil er in uns wieder seine Vollkommenheit lebt. Wir sind die Perlentore. Das heißt, durch uns hindurch soll man zum Organismus Gottes zurückfinden. Wir sind die Grundmauersteine, weil die Edelsteine werden unter großen Drücken durch Metamorphosen hergestellt. Es deutet auf Menschen hin, die Verwandlung erfahren haben. So wie Justin es am Anfang sagte, die durch Prozesse, Druck- und Schmelzprozesse, durch Verwandlungsprozesse zu neuen Menschen geworden sind. Ach, darüber gäbe es noch so viel zu sagen, aber ich singe jetzt mal mein Lied. Da wird das alles ein bisschen zusammengefasst. In der Hoffnung, wir bekommen Lust darauf, selber zu dieser Stadt zu werden, dass wir eine Orientierung sind für die Menschen, die auf der anderen Seite der Stadt, wo das Schwert durchgeht, dem Verderben entgegengehen, weil sie ihrer eigenen Weisheit folgen. Seht ihr den Zusammenhang? Die Menschen, die nicht unter dem Frieden Gottes geregiert werden, die werden abwärts sich entwickeln, in der eigenen Weisheit zu Schanden werden, bis sie sich an der Stadt Gottes orientieren und dort Hilfe finden und Wiederherstellung. Jetzt singen wir das Lied von der Stadt. Eine Stadt kommt vom Himmel zur Erde, dass Friede und Heil durch sie werde, ihre Bäume mit Blättern zum Heil werden leiden, den Völkern zuteil. Diese Stadt kommt, doch schon ist sie da. Durch den Frieden aus Gott kommt sie nah. Wer sie nicht erst im Geiste erklärt, der erfährt, dass diese Stadt ihn zerrinnt. Schluss mit dem Traum von der Zukunft, die längst in uns Gegenwart ist. Schluss mit dem Wunsch, das zu leben, was längst die Vergangenheit frisst. Die Zukunft, sie hat schon begonnen, diese Stadt aus dem Himmel ist da. Sie ist uns in derselben Weise wie der Tod und die Hölle schon nah. Sie ist uns in derselben Weise wie der Tod und die Hölle schon nah.
Sieh die Hölle, wie sie nahend alle Völker betört. Sie zertrennt, sie zerfleischt und mit Züchten zerstört. Wer außer Hölle und Tod kann so rauben, uns betrügen und quälen und giftige Schnauben? Sag mir mal, wenn es den Teufel nicht gibt, wer denn sonst alles peinigt und die Bomben uns legt? Wer außer Hölle und Tod macht so krank, ganze Völker verarmen zum Fremdwort ihr Dank. Die Ehrenfamilien, sie lösen sich auf, die Werte zerfallen, die Gier treibt den Bau. Solange wir streben nach Dingen auf Erden, ist es unmöglich, dass wir den Himmel ererben. Der Tod steckt in uns und in jedem Atom. Kommt und erhebt euch, wir schlagen ihn schon. Der Tod steckt in uns und in jedem Atom. Kommt und erhebt euch, wir schlagen ihn schon. Vereinigt ineinander, von Kopf bis Fuß vereint. Dies ist der Menschenschicksal in alle Ewigkeit. Wir können uns zwar meiden, gar quälen bis aufs Blut, doch jeder muss einst fühlen, dass er's nur sich selbst antut. Erst wenn auch dem Geringsten sein Recht vor widerfällt, wird unser eigenes Leben samt diesem nicht ernährt. Wenn immer wir missachten, nicht schaffen ihm sein Recht, und selbst wir mit verachten, wie ihm so geht, uns dann selber schlecht. Vereinigt ineinander sind wir so lang in Not, bis wir vereint verteilen den Teufel, die Sünde und den Tod. Wir müssen einig herrschen, nur Herrschaft führt zur Ruhe. Der Tod lässt sich bezwingen, stehe auf was wartest du? Im wahren Reich des Friedens zählt Gottes Friede nur Worte zählen und Taten gewirkt in Kraft und Leben pur. Solang nicht Gottes Friede in uns herrscht durch Berührung, solang sind äußere Reiche selbst goldne nur Verführung. Jerusalem vom Himmel, du Stadt so hoch begehrt, nichts kann uns an dir nützen, solange wir nicht bekehrt. Bekehrt in Sinn und Wesen, wir selbst, wir müssen sein, was dir als Ebenbilde verleiht den hellen Schein. Wir selbst, die goldenen Straßen, ein Wandel so klar wie Kristall. Durchs Leiden sind wir Perlentore, die führen zu Gott in das All. Wir selbst sind die Grundmauersteine, durch Leidensdruck edles Gestein. Zur Herrlichkeit Gottes berufen, vollendet wird Christi Gebein. Wir selber, wir sind auch die Bäume, wir selber auch der Lebensstrom. Durch uns wächst die Frucht, fließt das Wasser, weil durch uns hindurch lebt der Sohn. Du wunderst dich, siehst keinen Tempel, doch sieh doch, die Stadt ist nur reif. Jerusalems Leben und Frieden, mein Christus in allem nun live. Was hülfen denn goldene Straßen, was edelste Tore aus Perlen, solang sich unter uns fällt ein einziger diebischer Kerl.
die Steine aus Sardis und Jaspis, die edelsten aus Diamant. Sie wären so lange gefährdet wie irgendein Böser im Amt. Auch hülfe uns kein Lebensbache, kein Lebensbaum an dem Gestad. Solange uns Grenzrechte drohten, mit hier gibt's kein Zutritt, kein Bad. Eine Stadt, deren Seiten und Höhe sind gleich, was brecht uns dies hohe und kubische Reich? Jeder Friede am Grunde, dich deckt jeden Meter, wozu dann noch 2000 Höhenkilometer? Nun siehst du die Stadt, doch du findest nicht Raum, doch hör für die draußen, da gibt's einen Baum. Ein Baum trägt dir Blätter, zur Heilung gegeben. Sie sind Medizin hin zum ewigen Leben. Nimm an unsere Botschaft, trink Wasser umsonst. Wer immer sie aufnimmt, erlangt Gottes Gunst. Sie führt ihn zu Christus und zu seinem Mahl. Nimm teil, greif das Leben, sonst bleibt dir die Qual. Nimm teil, greif das Leben, sonst bleibt dir die Qual. Wir werden nun gleich mein Lied hören. Und das Lied trägt den Titel auch Das Friedensreich, wie das unser ganze Thema ist. Und ich würde gerne dazu noch ein paar Worte sagen. Ich habe mich auch befasst mit dem Thema, es hat mich sehr beschäftigt. Und in meinem Lied stelle ich dem Herrn einfach die Frage, ja, wo ist denn dieses Friedensreich und wann kommt es? Wird es irgendwie mal kommen oder vielleicht in der Zukunft, wenn wir mal alle tot sind, dass dann der Friede kommt? Und da habe ich einfach gespürt, das kann es nicht sein. Es hat sich in meinem Herzen abgezeichnet, das ist unmöglich, das muss doch hier und jetzt erlebbar sein, dieses Friedensreich. Und so wie Ivo das schon erläutert und erklärt hat, ist der Friede eine Person. Es ist nicht irgendeine Sache, auf was man hinlebt, sondern es ist eine Person. Christus selbst ist der Friede und überall dort, wo er Raum findet, wo er Platz hat, wo er Gestalt gewinnt, dort ist dieses Friedensreich. Und dann war ich richtig erleichtert, dass ich gemerkt habe, ja, dann ist das ja gar nicht so weit weg, dann ist das ja ganz nah. Wenn es überall dort ist, wo er ist, dann ist das ja unwahrscheinlich nah. Und im gleichen Atemzug ist mir dann wieder bewusst geworden, dass es eben doch nicht so nah ist, weil wir selber ihm immer wieder so fern sind, weil wir noch so fern sind von ihm und ihn auch nicht hineinlassen, nicht ihn Gestalt gewinnen lassen, deshalb ist es oft noch so fern. Und doch habe ich dann auch gesehen, aber überall dort, wo ich ihn im Raum gebe, ihn hineinlasse in mein Leben, ihn regieren lasse, wie das Ivo vorhin so schön erklärt hat, überall dort ist es. Und das hat mir Hoffnung gegeben, dass es eben unmittelbar jetzt erlebbar ist. Und ich habe das dann auch immer mehr an mir selbst erlebt. Ich habe auch so mal ein kleines Gedicht geschrieben, wo ich das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen versuchte. Ich so sage, oh Mensch, denke bloß nicht, dass ohne Gericht sich Gottes Friedensreich Bahn bricht. Und das ist immer so, wir Menschen, wir denken einfach, das kommt so irgendwie gerieselt vom Himmel, irgendwie kommt das so von oben und fällt uns in den Schoß. Aber es ist eben nicht so, sondern wie es Ivo gesagt hat, das Friedensreich ist auch wie ein Schwert, es wirkt sich aus wie ein Schwert. Auf der einen Seite ist Friede, wenn ich aber nicht mit diesem Frieden und mitgehe, dann erlebe ich das Gegenteil. Es ist ein Abgrund da, es ist ein Tod da, ein Gericht da. Und so beschreibe ich das in meinem Lied, wie ich erlebe, wie dieses Friedensreich, wie dieser Friede an mir wirkt, meine Handlungen und meine Taten, dass ich plötzlich merke, oh, das, wenn ich das tue, dann ist dieser Friede 0, nichts von mir gewichen, dann ist er weg. Also es beginnt mich zu heiligen in meinen Taten, in meinen Worten, ein bisschen meine Gedanken. Heute ist es so, wenn ich nur eine Arbeit noch mache, könnt ihr euch ja vorstellen, wie viel Arbeit das bei uns immer anfällt, aber nur wenn ich eine Arbeit noch mache, wenn es nicht mehr der Friede drauf ist, dann erlebe ich schon das Feuer Gottes. Also das ist wirklich so. Oder wenn ich einem Gedanken nachgehe, der niederziehend oder negativ ist, der nicht den Frieden Gottes in sich birgt, dann
dann verwandelt sich mir die ganze Welt wie in einen Herrensack, so schlimm wird es in meinem Herzen. Und da bin ich aber sehr glücklich darüber, weil ich merke, so kann ich es lernen, alles zu meiden, alles beiseite zu lassen, was mich von diesem Friedensreich einfach abtrennt. Und dann geht es mir dann oft so, wie es auch in der Erziehung oft erlebt habe, auch schon damals bei Simon, als er noch klein war, dann hat er irgendwie nach der heißen Herdplatte gegriffen oder sonst irgendwas gemacht, was nicht gut ist, und ich musste ihm halt mal eine Tatze geben, und dann hat er gespürt, wie ihn das freilöst, und dann ist er gekommen und hat mir die andere Hand auch noch hingestreckt und gesagt, Mama, hier auch noch. Und das habe ich dann immer wieder auch erlebt, wenn Gott auch mich so, wenn ich in diese Läuterung hineingekommen bin, nachher gespürt, jetzt bin ich frei von mir selbst, frei von Dingen, die nicht gut sind. Da wurde ich so erlöst, dass ich noch mehr davon wollte. Und es ist auch so beschrieben auf diesem Bild, diese Kreise, die es zieht. Wenn diese Taube das Wasser berührt, gibt es einen Kreis nach dem anderen. Und so erlebe ich das auch, wenn ich es zulasse, dass dieser Geist des Friedens in mir ein Werk tut, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf mein ganzes Umfeld, dass es nämlich auch mein Umfeld mit verändert. Und dem habe ich dann meine zweite Strophe gewidmet, das unmittelbarste Umfeld, das ist die Familie, die Ehe, die Beziehungen zu Hause. Es hat einfach Auswirkungen, und ich singe da in meinem Lied, wie dort das Friedensreich eben ist, wo es sich auswirkt auf unser Leben, auf unser unmittelbares Umfeld. Und da singe ich von den Männern, wie dort das Friedensreich ist, wo die Männer nicht mehr ihr eigenes suchen, ihren Stammtisch, ihr Bier und die Familie dahinten lassen, sondern wo sie kommen, sich mit der Familie zusammensetzen und eben eingehen. Ich singe dann mein Lied, auf den Strom des Friedens eingehen. Ja, was heißt das? Das bedeutet, wenn man eben stille steht, wenn man merkt, der Friede weicht jetzt von uns, das Leben weicht, dass man stillsteht und miteinander schaut, wo hat es begonnen, wie haben wir jetzt diesen Frieden verloren, was ist geschehen, was haben wir konkret gemacht, dass wir den Frieden verloren haben, wo die Männer wieder arbeiten mit der Ehefrau, mit den Kindern, um zusammen diesen Frieden eben zu halten in der kleinsten Basis, in der Zelle. Und ich singe auch von den Frauen, dass die Frauen eben wieder dem Herrn vertrauen und sich gerne der Führung anvertrauen. Das ist auch so ein Thema, dem Herrn vertrauen. Ich kenne so viele Frauen, inklusive mir selber, die einfach immer wieder sich über alles und jedes Sorgen machen und vorausdenken und einfach über alles und jedes sich bekümmern. Und das ist für mich auch schon das Stück Friedensreich, weil da auch die Sorge und diese Dinge nicht mehr drin liegen. Und da, das ist eben dieses Schöne, wenn dieses abgelöst wird in ein Gottvertrauen, in jede Situation hinein. Und dieses Anvertrauen der Führung, ja, das ist so ein Friede drin, wenn wir in diese Ordnung Gottes zurückfinden, nicht weil man das muss, ja, die Frau ist dem Mann untergeordnet, so ist das jetzt halt mal, sondern ich sehe da drin wirklich eine ganz große Kostbarkeit, einfach weil Gott die Führungsinstanz so gesetzt hat, dass wir Frauen lernen, uns anzuvertrauen, hinterhergehen und dann mal beurteilen, ja, wie ist es jetzt, wie wirkt sich das auf unser Familienleben aus, oder auch im Gegenteil, wenn ich einfach als Ehefrau bestimme oder manipuliere oder vorausgehe, die Dinge, die eigentlich der Teil des Mannes wären, ob ich nachher mal gucke, ja, ist jetzt der Friede größer geworden in unserer Familie oder ist er kleiner geworden, dass wir das nach dem Frieden lernen zu bemessen. Und ich erlebe da wirklich sehr viel Not, auch weil das so eingeschliffen ist bei den Frauen, dass sie einfach, vorangehen. Und ich habe gerade letztens wieder so ein großes Reklameplakat gesehen an einer Wand, riesengroß. Das war von einer Bank, da ging es um einen Hausbau. Und links war dann der Bankfachmann, in der Mitte die Frau und rechts der Mann, die dieses Haus besprechen. Und natürlich, die Frau hat die ganzen Pläne in der Hand auf diesem Bild. Und das hat mich so angesprochen. Genau so ist es, die Frau hat das Heft in der Hand, der Mann geht hinterher. Aber es ist so etwas Kostbares, wenn wir in diese Ordnungen hineinfinden und einfach mal uns der Führung anvertrauen, mal auf Gedeih und Verderben, mal unser Leben in diese Hand legen des Ehemannes und vertrauen, dass Gott ihn führt und leitet und dass wir so gemeinsam in dem Frieden immer tiefer hineinkommen und wachsen darin. Und genauso wirkt es sich auch auf die Kindererziehung aus.
Ja, dass man einfach die Kinder in den Frieden hinein miterzieht. Und ich singe da in meinem Lied, dass die Kinder wieder die Eltern in dem Sinne auf sie hören möchten und nicht nach ihren eigenen Lüsten gehen. Und das ist auch so für mich eine Demonstration des Friedensreichs, wenn Kinder sich nach den Eltern fragen, wie sie die Dinge sehen oder wie sie es denken und nicht ihren eigenen Kopf nachgeben, denken ja die Alten, die sind von gestern, das ist überholt, so wie sie das sehen. Aber eben das beginnt nicht dort, sondern es beginnt, dass man sich schon ganz klein, von klein auf an den Frieden Gottes verpflichtet, dass sie lernen, selber zu spüren, was hat das für Auswirkungen, was ich tue, und dass sie selber lernen zu spüren, geht das, ist das jetzt mehr das den Frieden, wenn ich das tue oder das, dass sie dann auch, wenn sie groß sind, das Begehren, in diesem Strom des Friedens weiterzubleiben oder auch in der Schule, wenn sie alleine sind, wenn niemand einfach dann erziehen kann, dass sie selber spüren, wenn dieser Friede von ihnen weicht, wenn irgendetwas gezeigt wird in der Schule, was ihnen schadet, dass sie dann selber hinstellen und sagen, stopp, da spüre ich, da ist kein Friede drin, das will ich mir nicht anschauen. Einfach, das ist so etwas anderes als ein formmäßiges einfach Erziehen, das macht man und das macht man nicht, sondern nach dem Frieden. Und ich sehe einfach, dass das gibt eine Herrlichkeit, wenn wir in unserer Mitte so beginnen, diesem Frieden Raum zu geben, das wirkt sich auch auf unser Umfeld, auch wenn auch weitere Kreise zieht es dann. Ich sehe, dass ich habe in meinem Lied dann diese Strophe noch, wo ich darüber schreibe, eben dass all dieser Hochmut, der in der Welt ist, all diese Eitelkeit, diesen Stolz, diese Selbstgerechtigkeit, dass das alles herunterkommen muss vom hohen Ross und einfach wieder in diesem Bewusstsein, dass wir überhaupt nichts können ohne ihn und dass wir nicht einen Atemzug können uns selber nehmen, wenn er es uns nicht gibt. Und ich habe in meinem Lied geschrieben, wie einfach Gott das so dahin führt, dass den Menschen nichts mehr gelingt, dass auch Seuchen und Plagen kommen, die Menschen wieder einfach einsichtsvoll machen, dass sie erkennen, in unserem Hochmut und mit dem, was wir alles erreicht haben, es genügt nicht, wir brauchen ihn. Und es gibt so vieles, was in der Wissenschaft errungen worden ist, aber für mich ist es immer wieder wie ein Wellensittich, eben der kann Dinge nachsprechen. Wir sehen all diese Dinge, die Gott geschaffen hat, aber wir denken dann, dass das sei unser Verdienst oder wir hätten das gemacht. Aber ein Wellensittich, es gibt so eine Sorte Wellensittich, die können ein paar Worte sprechen, aber dann denken sie gleich, sie seien Menschen, weil sie sich selber nicht sehen. Und das empfinde ich oft so bei den Menschen, die etwas zustande gebracht haben, aber nicht sehen, dass sie ohne ihn nichts vermögen. Und Gott wird das alles einebnen, da bin ich überzeugt. Und das denke ich immer, der Spiegel, eben wo wir wirklich stehen, ist bestimmt einfach immer die Basis, die unterste Basis, die Familie. Wie geht es meiner Frau, meinen Kindern? Wie steht es mit all meinen Gewohnheiten? Bin ich Herr über meinen Leib oder bin ich beherrscht von irgendetwas? Und das erleben wir, wie wir seit vielen, vielen Jahren kommen viele Menschen zu uns, die auch sehr hochgebildet sind, seien es Juristen oder Polizisten, seien es irgendwelche studierte Menschen, sie kommen zu uns zur Bemessung, um einfach zu sehen und einfach eingestehen müssen, ich bin zwar hochgescheit, aber ich komme mit dem unmittelbarsten Leben nicht zu Rande, und dann wieder an diesen Frieden angeschlossen werden, um dort ganz neu ausgerichtet zu werden. Ja, so zieht es dann, denke ich, seine Kreise, dass auch im geistlichen Bereich einfach uns immer mehr offenbar wird, was nicht Friede ist. So erleben wir das ja alle auch, wie auf den Kanzeln von den Predigern und Pastoren einfach viele Worte ausgehen, wo wir einfach spüren, es baut uns nicht wirklich auf, es hilft uns nicht in der Praxis dort zu Hause, es hilft uns, wir haben nachher nur die Köpfe voll, aber nicht wirklich die Herzen. Und das ist, denke ich, das muss auch immer mehr kommen, dass wir das unterscheiden können durch diesen Frieden. Was ist jetzt hier nur Worte, oder was ist wirklich Leben? Was ist nur Lehre und was ist Leben? Was ist nur menschgemachte Autorität statt wirkliche Vollmacht? Was sind nur Wahrheiten, die gesprochen sind, und was ist wirkliche Wahrheit? Was ist nur eine hohe Stellung durch einen Dienst, und was ist wirklicher Einfluss durch das Vorbild? Es ist so vieles, was heute nur aktmäßig verstanden wird, wie die Bekehrung. Es ist ein Akt einmal,
sage ich ja zu Jesus, aber das Wirkliche ist doch, dass wir zusammen einen Weg gehen, dass wir lernen, diesem Friedenstrom zu folgen. Ich glaube, so gibt es ganz, ganz viel Falschgold, auch auf dem geistlichen Bereich, das, denke ich, uns immer mehr offenbar werden wird, je mehr wir hineinfinden in diesen Friedenstrom. Und das, denke ich, hat schlussendlich auch Auswirkungen auf die ganze Welt, die Regierungen und alles. Ich bin überzeugt, dass wir alle spüren, wir sind in eine ganz extreme Zeit, in eine extreme Zeit hineingekommen. Die Regierungen, man wird überall, das sehe ich, eine Versklavung. Ich sehe, wie die Menschen ausgepresst werden, wie Zitronen mit den Steuern, mit allem. Ich sehe, wie die Medien eine einschlägige Sache recherchieren, um das ganze Volk in eine Richtung zu treiben. Ich sehe Schlimmes kommen und spüre es, wir spüren es auch an uns selbst, aber da bin ich doch überzeugt, wenn wir selber miteinander weitergehen, dieses Friedensreich in uns und durch uns gestalten, gewinnt, bin ich überzeugt, Gott wird in kürzester Zeit all dieses einfach beiseite setzen, einfach beiseite schieben, um sein Friedensreich hier unten durchzusetzen. Aber dazu braucht er uns, dass wir ihn durchlassen, durch uns hindurch, und das ist das, was meine große Sehnsucht ist, und die versuche ich in meinem Lied nun ein bisschen noch auszudrücken. In ferner Zukunft wohnt für Menschen, die nach uns sind. Vielleicht im Himmel oder einfach irgendwo, irgendwie, irgendwann. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Das kann's nicht sein. Das Friedensreich bist du. Deine Gegenwart in Kraft, in Freude und himmlischen Frieden. Die Beziehung zu dir, o Herr, dein Geist, der mich regiert, der jeden Tod in mir, in Gedanken, Gefühlen, in Worten und Taten, heute schon besiegt. Das muss dein Friedensreich sein. Friedensreich, Friedensreich. Da wo Männer der Familie vorstehen, auf den Lebensstrom des Friedens eingehen. Wo Frauen auf den Herrn aufschauen, sich der Führung wieder gerne anvertrauen. Schon bezwingt, das muss dein Frieden sein.
jedoch endlich schweigen, die den Menschen ständig Falsches zeigen, die den Himmel erst für morgen lehren, dem Frieden im Heute beharrlich wehren, wo sich beugt die Autorität auf Papier, weil lebendiger Einfluss ist hier, alles Machtgehabe ein Ende nimmt, weil der Geist mit uns die Höhen erklingt, wo gedemütigt wird, wenn das Wissen so ziert, vor denen, die leben aus Beziehung zu dir. Das muss es sein, denn das Friedensreich bist du. Und das Friedensreich ist da. Und das Friedensreich ist da. Jede Herrschaft nur strebt nach Geld und Macht, wird von Gott abgesetzt, schau, es kommt über Nacht. Jedes Regime löst sich ab und vergeht, Unterdrückung und Versklavung wird vom Winde verweht. Alles Böse muss sich schämen und duckend verziehen, weil der wirksame Friede beginnt zu regieren. Beginnt zu regieren. Friedensreich bist du. Bevor wir zu meinem Lied gehen, möchte ich noch kurz was dazu sagen. Ja, oft ist es bei mir so, wenn ich gerade in die Welt schaue oder wenn ich mal ins Internet gehe, oder es wird uns auch oft erzählt, zum Beispiel wie sie der Papa verleumden im Internet und wie sie ihn fertig machen, wie sie lügnerische Sachen über ihn und über uns als Familie erzählen und alles Mögliche in Zeitungen und überall. Oder auch wenn wir zum Beispiel hören, dass die Medien sagen, dass wir Kinder gedrillt werden oder dass es nur eine Show ist hier oben. Oder einfach, wenn ich solche Dinge höre, oder auch in der Schule, dass das Böse sehe und alle Lüste und alles, was die Menschheit giert und was sie danach treibt, dann kommt in mir immer so ein riesen Verlangen hoch, kommt in mir so ein großer Wunsch hoch, dass auch endlich mal der Herr mit seinem Friedensreich kommt und mal wirkt den echten Frieden mal hier unten auf die Erde macht. Nicht das, was die Menschen denken, dass es Friede sei, sondern das richtige Friedensreich mit seinem echten Frieden. Ja, das habe ich schon so oft gebetet, dass er doch endlich mal kommen möge mit seinem wirklichen Friedensreich. Aber dann habe ich mich dann oft wieder an das Wort erinnert, wo Jesus sagt, das Friedensreich ist mitten unter euch, es ist schon lange hier, wir müssen gar nicht darauf warten. Und da ist mir auch eine sehr große Erleuchtung aufgegangen, und zwar das Friedensreich, es ist ja noch klein, das sehen wir alle, es ist noch nicht ausgewachsen, das kann man ja an jeder Ecke sehen, aber es ist noch klein, so wie ein kleines Pflänzlein, so eine kleine Blume, die muss auch wachsen oder einfach so, zum Beispiel ein kleiner Nussbaum oder irgendwas, den muss man behüten, muss man gießen und wieder umtopfen und alles machen, dass es ein großer Baum werden kann. Und so ist es das Gleiche mit dem Friedensreich. Wir müssen es behüten, wir müssen in diesem Friedensreich drin leben, und wenn wir spüren, oh, der Friede ist weg, das Leben ist weg, wo wir sonst immer drin sind, dann gehen wir zurück an diesen Punkt, wo wir es verloren haben, und dann ist das Friedensreich wieder ein Stück weiter aufgebaut. Das ist mir so eine große Erleuchtung geworden, dass es auch nicht von einem Tag auf den anderen hier ist und so wie es Papa vorhin gesagt hat, dass es nicht einfach auf einmal da ist, sondern ja, es kommt Stück um Stück, wird immer größer. Ja, und das Friedensreich, manche denken,
bestimmt, dass es Friedenszeichen einfach Friede ist. So zum Beispiel wie an einer Party, wo es Wein und Bier gibt und Kuchen und alles Mögliche, da ist vielleicht Friede. Aber wir meinen nicht diesen Frieden, sondern diesen göttlichen Frieden, der uns in allem begleitet. Papa hat es vorhin schon genug gesagt, aber ich denke, ich kann es auch noch sagen. Eben dieser Friede ist nicht dieser irdische Friede, dieser menschliche Friede, sondern der uns immer wieder neu einfach auf den Weg gehen lässt. Eben so vielleicht als kleines Beispiel, vielleicht habt ihr das auch schon oft gemerkt, wenn zum Beispiel als es ein Kind war oder auch die Kinder, wenn sie was ganz bestimmt für sich möchten, sagen sie, zum Beispiel dieses Bonbon möchte ich. Aber dann denkt sie, gut, jetzt gebe ich es mal meiner Schwester zum Beispiel. Dann spüren sie, ich bin viel glücklicher als vorhin. Und das ist dieser Friede, nur im Kleinformat, aber der kann sich überall auswachsen, in der ganzen Familie und auch im Zimmer mit meinen Schwestern, der kann sich richtig auswachsen und eben der Friede ist auch so schnell ist er entschwunden, wenn wir nicht ganz auf diesen Frieden ausgerichtet sind. Oft kommen dann so zum Beispiel Zerstreuungen rein oder irgendwelche kleine Reibereien, dann ist der Friede wieder weg. Dann gehen wir wieder zurück an diesen Punkt, wo wir den Frieden verloren haben. Und so wird sich dieses Friedensreich immer weiter aufbauen. Und so wird der Herr schlussendlich auch dann mal kommen. Aber das liegt an uns eigentlich, wie weit das Friedensreich ausgebaut wird hier unten auf der Erde. Hier ist mir sehr eine große Offenbarung geworden über dieses Friedensreich. Und ich möchte auch euch ans Herz legen, dass ihr auch betet, dass ihr diesen Frieden erkennt, dass ihr ihn spürt, dass ihr merkt, auch von was wir hier überhaupt reden, dass ihr auch diesem Frieden nachgehen könnt. Auch wir als Familie, wir gehen nur noch diesem Frieden nach und spüren wir, jetzt ist der Friede von uns gewichen. Wie gesagt, dann gehen wir zurück und so wird er immer größer. Auch wenn der Friede nicht drauf ist, wir stoppen alles. Zum Beispiel vor ein paar Wochen haben wir die Missionsreise abgebrochen. Wir machen alles, wenn der Friede nicht drauf ist, aber im Nachhinein merken dann immer wieder, das war genau das Richtige, das ist genau der Friede, auch wenn man es am Anfang nicht wirklich verstehen kann. Aber wenn man dem immer genauer folgt, es ist auch wie eine Übungssache, dass man immer sensibler auf diesen Frieden wird, dass man spürt, genau wenn ich da hingehe, dann bin ich im Frieden, dann ist dieser Friede lebendig in mir und wenn ich hier hingehe, dann weicht er. Das möchte ich auch euch so ins Herz legen, dass ihr auch diesen Frieden kennt und auch, dass er unmittelbar überall, wo ihr seid, dass er bei euch ist, sonst, dass ihr zurückgeht. Ja, ich denke, dass ihr im Lied noch viel mehr hören werdet über diesen Frieden. Dann möchten wir das dann singen. Du mich noch zu dir führen. Herr, wann wirst du kommen mit deinem Friedensreich? Wann wird das Elend dieser Erde vorüber sein? Wann wirst du vom Himmel erscheinen? Herr, komm, ich sehne mich so sehr danach. Sehe ich, erst dann kommst du, wenn das Friedenszeichen bei mir und uns seinen ersten Anfang nimmt. Wenn dein Friedensreich sich in alle deine Zellen und Familien aufgebaut hat, das ist Sohn, solange wir
wir bloß Verwissen auf seine Ankunft haben. Du näherst dich zuerst in den du als Person durch mich und uns hindurch sichtbar wirst. Niemals kommst du, solange wir nur träge sind. Niemals kommst du, wenn wir die Entrückung ständig passiv nur erwarten. Du beziehst uns ganz und gar mit ein. Wenn wir alle wie ein Mann den Tod im Keim besiegen, ihn besiegen im kleinsten Alter, in unseren Gedanken und auch in unserem Mund, in unserem Weg. Und wer ist dann? Erst dann lässt du dich, nur so kannst du dich nahen, nur so kannst. Ob nah, ob uns ganz fern, wird ab nun gemeinsam Schritt um Schritt besiegt. Begonnen na, 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 bei mir selber, na, 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 wenn die böse na, 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 Lust mich plant. Verschändigt geb ich umso mehr von mir. Je mehr mein Nächster vom Bösen gequält, dann besiegen wir auch diesen Tod, indem wir wie ein Mann zurückgehen zum Friedensstrom. Das ist dein Kommen, du lässt dich Stück um Stück, Tag für Tag. Ist es, wir sollen auferstehen. Nur wenn wir alle in deinem Geist des Friedens sind, in deinem Leben wandeln, lückenlos. Das ist dein Kommen, ist das du erkommst. Das ist dein Kommen, ist das du erkommst. Das nächste Lied beschäftigt sich so ein bisschen mit der Frage, weshalb Gott nicht sichtbar ist. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das euch auch schon mal gefragt, wieso ist Gott eigentlich nicht sichtbar hier bei uns? Also ich fände das manchmal voll schön, wenn ich irgendeine Entscheidung machen muss und dann könnte ich einfach fragen, du, was soll ich jetzt machen? Das wäre eigentlich noch schön. Aber da habe ich mir dann überlegt, weshalb ist das jetzt so, dass Gott nicht sichtbar ist, dass er nicht hier mitten unter uns ist? Und da
ist mir dann so ein Gleichnis in den Sinn gekommen, dass es eigentlich ist wie bei einem Radio. Da gibt es auch also Strahlungen und die geben dann den Ton, also wenn man die Antenne stellt. Und wären diese Strahlungen jetzt alle sichtbar, aber wir stellen die Antenne nicht, dann würde das alles gar nichts nützen, dass all die Strahlungen sichtbar sind. Und so ist es eigentlich genau mit Gott, weil er ist auch nicht sichtbar. Und wir, wenn wir unsere Antenne, unsere Herzenantenne stellen und ihn in jedem Moment spüren wollen, wo ist dein Friede drauf, dann zeigt er uns das. Dann stellen wir unsere Antenne und können seinen Frieden empfangen und spüren, wo ist der Friede drauf. Aber wenn wir jetzt, wenn er jetzt sichtbar wäre und wir wollen ihn gar nicht hören, dann nützt es gar nichts, wenn er sichtbar da ist, weil wir ihn gar nicht verstehen können. Die Art der Übertragung ist ja immer gleich, genau wie beim Radio. Die Strahlungen müssen immer zur Antenne und kommen dann aus dem Radio raus, also der Ton dann. Und so ist es bei Gott, wir müssen unsere Antenne stellen, dass er den Frieden uns zeigen kann, wo ist der Friede drauf. Und das müssen wir im Geist spüren, eben auch wenn er sichtbar da ist. Wenn ich keine Antenne habe, ihn nicht hören will, wenn er unsichtbar ist, dann kann ich ihn genauso nicht hören, wenn er sichtbar ist, weil meine Antenne dann nicht gestellt ist. Und das ist eigentlich genau gleich wie wenn Papa predigt. Da gibt es viele, die gar nichts oder fast nichts verstehen, was er sagt. Die können das nicht greifen und das ist nur, weil sie es im Geist nicht eben greifen können. Und da würde es genauso nichts nützen, wenn Gott sichtbar wäre, dann könnten sie das genauso nicht verstehen, wie wenn Papa spricht und die verstehen da nur Bahnhof, weil sie gar nicht diese Antenne haben, um das auch verstehen zu wollen. Und da merken wir einfach, dass wir in jedem Moment spüren können und er ist eigentlich hier mitten unter uns, weil er spricht ja eigentlich durch alle von uns und das Zeichen, ob es wirklich Gott gesprochen hat, ist ja dieser Friede, ob der Friede auf allen ist, alle spüren das, egal wo wir sind, das spürt jeder dieser Friede und da kommt es nicht drauf an, wer sagt jetzt was und wenn er spricht, dann haben alle diesen Frieden in einem Leib. Aber jetzt zum Beispiel in der Christenheit ist es ja auch oft so, dass ganz viele sagen irgendetwas und jeder sagt es im Namen des Herrn, aber alle was ganz anderes, teilweise 180 Grad das Gegenteil. Aber wenn es vom Herrn ist, dann gibt es da keine Meinungsverschiedenheiten, sondern weiß jeder, genau so ist es. Eben wie wir das auch bei Papa spüren, wenn Gott durch ihn spricht oder wenn er auch durch uns oder durch jeden von uns spricht, dann spürt das jeder, dass da dieser Friede ist, der das begleitet. Und das können wir auch jeder für uns selber spüren, dieser Friede, egal wo wir sind. Ja, und diese Antenne müssen wir einfach für uns jeder persönlich lernen zu stellen. Und ja, im Lied noch ein bisschen mehr. Hatte Joy eine Frage an mich, wie könne sie Gott bloß hören? Dazu müsste sie ihn doch sehen. Und ich könne gar nicht beweisen, dass es einen Gott gibt. Doch da antworte ich ihm: schau, es ist wie beim Radio. Unsichtbare Strahlungen geben den Ton, wenn man die Antenne stellt, wären die Strahlungen nun plötzlich sichtbar. Aber wir stellten die Antenne nicht, so empfingen wir dennoch keinen Ton. So empfingen wir dennoch keinen Ton. Der Friede Gottes, wie Musik, deutlich höre ich ihn in meinen Ohren. Was nütze es mir, wenn ich ihn sehe? Hör nur hören, will ich ihn doch. Deshalb stelle ich die Antenne jederzeit, denn der Friede soll mich einzig regieren. Schau, es ist wie beim Radio. Unsichtbare Strahlungen geben den Ton, wenn man die Antenne stellt, wären die Strahlungen nun plötzlich sichtbar. Aber wir stellten die Antenne nicht, so empfingen
wir dennoch keinen Ton. So empfingen wir dennoch keinen Ton. Jeder von uns kann ihn hören und alle ein und dasselbe spüren. Es kommt nicht darauf an, wo wir sind. So leitet es seinen Organismus, alle wie ein Mann in ihm vereint. Nur das ist Friedensreich. Schau, es ist wie beim Radio. Unsichtbare Strahlungen geben den Ton, wenn man die Antenne stellt. Wären die Strahlungen nun plötzlich sichtbar, aber wir stellten die Antenne nicht. So empfingen wir dennoch keinen Ton, so empfingen wir dennoch keinen Ton. Herr, ich muss dich nicht sichtbar sehen, wenn ich dich hören will. Ich spüre deinen Frieden in mir, zu jeder Zeit, egal wo ich bin. Denn dein Friede allein regiert mich. Herr, ich gehöre dir allein. Dir allein. Als nächstes würden wir dann zu meinem Lied kommen. Es heißt Hiob. Und bevor ich das schrieb, hatte ich auch ein Erlebnis. In der stillen Zeit am Morgen habe ich mal so die Bibel aufgeschlagen und habe einfach begonnen zu lesen und habe mich das voll angesprochen. Dann habe ich schnell den Textmarker nach vorne geholt, schnell alles angestrichen. Dann hat es mich wundergenommen, was es für ein Buch ist. Dann sah ich oben Hiob, Ratschlag des Elihu oder wie der hieß. Dann habe ich gedacht, komisch, weshalb kann das mich ansprechen? So etwas, das Hiob total runtergemacht hat, das Hiob terrorisiert hat. Und in einer Predigt von Papa habe ich nachher mal die Antwort gekriegt und es wurde mir richtig klar, nämlich die Worte, die waren total richtig, das war Wort Gottes eigentlich, aber trotzdem baute es ihn ab, weil es in der falschen Situation geredet wurde, weil es für ihn nicht zutraf. Und das wurde mir auch so eine Offenbarung, was ein Wort anrichten kann, das nicht vom Geist Gottes beglaubigt ist, das nicht in der rechten Situation gesprochen wird, das richtet Tod an, es fördert das Leben nicht, der Friede, er sinkt ab. Und so dürfen wir auch unsere Erfahrungen zu Hause immer wieder machen. Zum Beispiel, wir haben jetzt eine neue CD rausgebracht, Friedensreich, und da sind wir auch einige Stunden dran gewesen mit Aufsingen. Anfangs war es immer so, dass wenn die Aufnahme fertig war, hat jeder seine Korrekturen reingegeben. Der eine hat gesagt, ja, die Musik war mir zu laut, der andere, hey, du warst schräg, und alles Korrekturen, die 100% richtig waren, aber trotzdem zog es uns immer runter. Der Friede, der ging immer runter. Und nachher haben wir mal herausgestellt, wie wir das machen können, dass das Leben nicht immer runtergehen muss. Und nachher haben wir herausgefunden, dass es eine Struktur braucht, dass wir von der Eltern nach, Papa, Mama, Simon und so weiter runter, dass man der Reihe nach seine Korrekturen reingibt. Und so kam dann das Leben wieder. Und das dürfen wir auch im Sim und überall immer wieder attestieren, wenn was nach einem Wort oder so etwas runtergeht, dass man sagt, mir ist es runtergegangen, dass wir Ursachen und Wirkungen nachher unterscheiden und nachher sagen, herausschälen, weshalb das es runtergegangen ist, dass wir den Grund haben und nachher können wir wieder weitermachen und nicht einfach drüber hinweggehen, wenn das Leben runtergeht. Ja, und das wünsche ich mir auch, dass wir uns so einen Lebensstil angewöhnen, dass wir nicht einfach irgendwo drüber hinweggehen, sondern immer dem Frieden verpflichtet sehen können, jetzt ging es runter, weshalb? Nachher die Ursache herausfinden und nachher erst weitergehen. Ja, und jetzt werden wir das Lied singen, ich werde da Hiob spielen. Dein Leiden fällt an, so kommt hin.
Mach mir doch klar, sag mir, wo habe ich mich geirrt? Eure Worte verletzen und kränken mich sehr. Doch wie könnte die Wahrheit je kränkend sein? Wahrheit macht frei, sie wird leben und leben. Mein Zorn ist entbrannt gegen euch. Ihr sprach nicht in Wahrheit wie mein Knecht Hio. Geht zu meinem Knecht Hio, er soll für euch Fürbitte tun. Das war schon Wahrheit, doch nur in den Worten. Doch jene Wahrheit, die aufbaut, war trotzdem nicht da. Deine Kraft, der die hochhebt, sie fehlte dabei. Darum ist mein Gebet, Herr, an dich. Mach uns sensibel auf dich und den Frieden aus dir. Du verbirgst dich, dass wir dich in allem erspüren. Dich ergreifen, erbeuten und niemals verlieren. Lass uns fließen im Strom deines Lebens, o Herr. Lass uns in dir erlangen die volle Gestalt. Mach uns zum Lebensquell, zum Friedensreich. Vor der Pause singen wir noch das Lied Angedockt. Und also die Mama hat uns Kleinen mal eine Geschichte erzählt über Josef. Und Josef war immer treu an Gott angedockt und hat ja immer das gemacht, was Gott von ihm wollte. Und zum Beispiel, als Josefs Brüder ihn verkauft hatten nach Ägypten, hat er auf Gott vertraut und hat gesagt, dass Gott aus dieser Situation einen Weg hat. Und weil er angedockt war, hat er auch große Werke tun können. Und ich will das auch, dass ich im kleinen Alltag an Mama und Papa angedockt sein kann. Ja. Und als wir am Abend üben wollten, habe ich das vergessen. Ich war nach draußen gegangen und dann habe ich mein Fahrrad geholt, bin herumgefahren, habe das natürlich voll vergessen, dass wir üben wollen. Und da war ich nicht angedockt. Und als ich hochkam, war ich 30 Minuten zu spät. Und alle mussten auf mich warten und der Friede war nicht da. Und ich habe den Strom verloren. Und da mussten wir das Leben wieder hochbringen, bis es deutlich spürbar war. Und dann konnten wir anfangen, ja. Und ich will auch, wenn mir etwas passiert, dass ich aus den Fehlern auch das Angedockt üben kann. Und wir stellen da einen Zug dar und ich höre nicht auf die Stimme, die ich so angedockt sein sollte, und dann verpasse ich den Zug. Dann wollen wir das Lied singen. Josef war immer an Gott angedockt. Er tat das, was Gott ihm aufgetragen hat. Papa, das bedeutet, angedockt zu sein? Es ist wie mit den Waggons, sie fahren nicht allein. Drum halten sie ne Lok fest und rollen hintendrein. Es sei die hinteren Wagen, sie hängen sich mit ein. Nie könnten sie sonst selber. Dort wo die Lok ist, sein, so ist es auch im Glauben. Niemals kommst du voran, es sei du hängst dich selber an Gottes Frieden an. Nur Gott ist deine Zugkraft, nur er ist, sei gewiss. Versuchst du selbst zu ziehen, wirst du zum Hindernis. Komm, werde auch ein Zugmitglied des Herrn. Aha, muss Mama mehrmals rufen, so hab ich oft erfahren. Sind alle anderen Wagen schon samt der Lok gefahren. Ich selber steh dann einsam im Absatz auf dem Geleise und fleh zu Gott, vergib mir, setze vor bei mir die Reise. Dass du mich fortan leitest, mich führst in jeder Not. Lehr du mich unterscheiden, was böse ist, was gut. Täglich, stündlich, minütlich, lehre mich, was geschieht. Nur so bin ich für andere ein treues Wagenglied.
ich soll mich üben. Hab Dank in jeder Lage, fortan sag ich, ich kann. Doch schließ auch all die Wagen, die übrigen noch an. Kein Friedensreich, es kommt in Kraft und auch geschwind, wenn wir komplett als Zug der Organismus sind. Wir alle angedockt, den Frieden hier auf Erden, an jedes Glied, das fehlt. Wird dieses Reich gefährden, nur hier geht alles, was für uns unmöglich ist. Nur hier geht alles, was unmöglich ist. Also ich sage etwas zu unserem Lied. Also wir wollen da eigentlich alles erforschen, also die kleinen Tierchen, die Ameisen, die Fliegen, die Bienen, die Schmetterlinge, ganz viel. Und dann haben wir gemerkt, dass Mama und Papa viel mehr wissen als wir, dass wir sie fragen können, dass wir nicht etwas selbst ausfinden müssen. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir Mama und Papa erforschen können. Und dann haben wir weiter erforscht. Die Jan-Sophia hat mir mal erzählt, dass eine Wespe ein Bienlein gepackt hatte, hat es geplagt und getötet. Und dann habe ich gedacht, dass das schade ist, wenn eine Wespe ein Bienlein tötet, dass das ganz schade ist. Ja, das Lied heißt eben Kleine Forscher und wie gesagt, erforschen sie da vieles und merken dann, dass Mama und Papa doch immer ganz einen guten Rat haben und vieles auch wissen, was wir noch nicht wissen. Und ich kann auch sagen, ich bin auch so ein Forscher. Und wir haben auch zusammen das Lied geschrieben. Es lag mir sehr am Herzen, das auch in ein Lied auszudrücken. Das gibt da vier Strophen. In der ersten Strophe singt mein Bruder Elias, dass wir lauschen ihren Worten bei Tag und bei Nacht. Das ist für mich so etwas Wertvolles, dass ich bei Tag und Nacht meinen Eltern lauschen kann, was sie sagen. Ich sehe das so, meine Gleichaltrigen, wie das überhaupt nicht so läuft. Die meisten sind in der Überheblichkeit und sagen, ich kann das selber, das ist alte Schule, ich brauche ihren Rat nicht. Und ich sage, nein, ich möchte lauschen, zu jeder Zeit, was sie sagen, weil ich weiß, sie sind einen Weg vor mir gegangen. Oder auch in der zweiten Strophe, dass wir beobachten ihren Schritt, weil sie kennen die Gefahren und die Tücken, die Fallen. Sie wissen genau, wo sind die Gefahren, und da möchte ich das schätzen und wissen. Sie sind 20, 30 Jahre Weg vor mir gegangen und ich kann so viel lernen, wenn ich sie beobachte, ihren Schritt beobachte und von ihnen lerne, warum machen sie das so, warum nicht so. Und das ist mir so ein großes Anliegen, dass wir alle unsere Erfahrenen beobachten lernen. Warum machst du das so und nicht so? Oder die dritte Strophe, dass wir erfragen, und zwar nicht einfach blinder Gehorsam, jetzt muss ich das tun, was meine Eltern sagen, sondern nein, erfragen, ich kann erfragen, warum tust du das? Weil alles hat einen Grund, ich möchte das Wesen verstehen lernen und ihnen so nachforschen, nachjagen, weil ich weiß genau, sie haben Prozesse durchgemacht, die ich noch nicht durch habe, und wenn ich da wirklich richtig auf sie ausgerichtet bin, dann kann ich mir so viel Leiden auch ersparen und muss nicht ganze Umwege selber machen, nicht selber nochmals in Fallen tappen, die sie vielleicht schon, ja, selber schon diese Erfahrung gemacht haben. Das ist mir sehr ein großes Anliegen. Und die vierte Strophe ist dann, dass ich, auch wenn ich selber Entscheidungen treffe, dass ich das von ihnen bemessen lasse, dass ich sage, was findest du jetzt dazu? Nicht, dass ich denke, ich weiß jetzt, was sie tun würden, jetzt schaue ich mal, ob ich das auch irgendwie hinkriege und mein Leben dann selber lebe, auch so, wie sie es wollen, sondern dass, wenn ich auch wirklich selber Entscheidungen treffe in meinem Leben, dass ich auch bei ihnen frage, findest du das okay so? Und dann merke ich manchmal so lebenswichtige Impulse, wo ich merke, das möchte ich so leben und auch euch allen so ans Herz legen, dass wir uns erfahren, ja, erforschen und
ja, und auch wenn wir selber unseren Weg entscheiden müssen, dass wir das ihnen auch vorlegen und nicht irgendwie ein Privatleben und eigene Wege ausprobieren, sondern dass wir offene Bücher sind und unsere, ja, das immer wieder vorlegen. Und das ist mir ein großes Anliegen. Okay, dann wollen wir dieses Forscherlied singen. Wir haben Forscher gespielt und eine Wespe gesehen. Die hat ein Bienlein gepackt, hat es geplagt und getötet. Sag Mama, warum ist die Wespe so böse? Die Biene macht doch Honig, warum ist die Wespe so böse? Das habt ihr richtig erforscht, doch nur ein Abbild sind sie auf die Welt und den Tod in der Schöpfung. Doch den Tod kann man besiegen, wisst ihr noch wie? Du hast mal gesagt, im Herzen beginnt der Tod. Beim Streiten und Hauen in unserem Zimmer drin. Ja, darum herrschen wir im Kleinsten, im Herzchen, im Zimmer, im Haus. Wenn das alle tun, ist es das Friedenszeichen. Die Tiere spüren's auch, sogar die Wespe wird dann lieb. Sogar die Wespe wird dann lieb. Doch nur wenn's Friedenszeichen, wenn's Friedenszeichen in uns durchbricht. Doch nur wenn's Friedenszeichen. Macht das Forschen zwar Spaß, doch niemals könnten wir selber alles erforschen, ihr ewig würde das gehen. Drum hab ich ne Idee, wir erforschen die Mama und den Papa, denn sie haben vieles erforscht. Suche die Fußspuren, Fußspuren. Sie kennen die Gefahren, die Tücken und die Fallen des Feindes, die Fallen des Sie Feindes. Kennen die Gefahren, die Tücken und die Fallen des Feindes, die Fallen des Feindes. Forscher, ich bin der kleine Forscher, Forscher. Gesinnung, denn es sind nicht tote Formen, Gesetze, leere Normen und
Forscher. Ich bin ein kleiner Forscher. Meilen der Wegstrecke muss ich nicht gehen. Zeiten des Leidens nicht durchstehen. Wenn ich begehre Ihren Rat in allem, was ich tue. Ich weiß, es in der Fahrt, ich kann mir viele sparen, nur ich Achtung, wie weit ich schon sind. Ich weiß, es in der Fahrt, ich kann mir viele sparen, nur Achtung, wie weit sie schon sind. Denn ich weiß, es in der Fahrt, ich kann mir viele sparen, nur ich Achtung, wie weit sie schon sind. Denn ich weiß, es in der Fahrt, ich kann mir viele sparen, nur Achtung, wie weit sie schon sind. Ja, ich möchte euch mal erzählen, wie meine Mama mich erzieht. Und ja, also sie sagt mir immer, bringt mir immer den Sinn einer Sache herüber, dass ich lerne mitzustudieren und dass ich immer mitdenken lerne und nicht einfach blind einfach hinterher watschle und irgendwas mache, was sie sagt, aber es gar nicht verstehe. Und das ist, macht sie eigentlich gerade anders als die Mütter von meinen Schulkollegen, weil die sagen nämlich meinen Schulkollegen eigentlich nur, dass sie das sagen einfach, räum das Zimmer auf, sonst kriegst du kein Taschengeld mehr. Oder irgendwelche solche Dinge, die und dann haben sie keine Ahnung, dann müssen sie nicht mitdenken, machen es einfach gezwungenermaßen. Aber die Mama sagt mir zum Beispiel, wenn du am Abend dein Zimmer aufräumst, hast du am Morgen schon eine super Ordnung und du kannst dich an den Schreibtisch setzen und hast schon einen guten Start in den Tag. Und ja, dann mache ich es aus diesem Grund und nicht einfach, weil ich sonst kein Taschengeld mehr kriege. Und die Mama sagt mir das einfach deshalb so, weil im Friedensreich ist es genau gleich. Der Friede, er will auch gar nicht, dass ich ihm einfach blind gehorche oder einfach gezwungenermaßen etwas mache, was jetzt eigentlich dran wäre oder so, sondern er will auch, dass ich mitdenken lerne, dass... Und das will mir die Mama auch schon lernen in diesen Dingen. Und das ist auch, dass ich mitdenken lerne, ist auch ganz wichtig, weil es kann gar nicht kommen, das Friedensreich, sobald es nur gezwungenermaßen eigentlich kommt und gar nicht, wenn es gar kein Anliegen ist von jemandem, dass man den Frieden bewahrt. Und sobald es das ist, sobald man lernt, immer mitzudenken, kann es auch schon ein Stück weit kommen bei mir und dann geht es auch weiter. Und über das handelt mein Lied und ja, dann singen wir das jetzt mal. La, 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 la. Sieh mal, ja, Joshua, deine versäumte Pflicht. Überall hast du deine Spuren hinterlassen. Da liegen wieder alle Teddys unterm Bett. Ist etwa Zimmerordnung zu viel verlangt? Doch die sollst du jetzt ohne Schneckentempo nach. Könnte man ihn nicht nach dem Frieden erziehen, zum Beispiel wie wir es erst kürzlich besprachen? Komm mal und sieh, ich mache es dir schnell vor. Mein Bruder, mein Lieber, wie geht es dir im Geist? Ich mein jetzt die Beziehung zum Herrn, wie du ja weißt. Fragst du noch, wenn es dir mal gar schwer geht von der Hand? Bin ich mit dir, Herr Jesus, auf dem aktuellen Stand? Begonnen hat es beim letzten Familienaltar.
aus dem Leben und verlor dadurch die Kraft und jagte nicht mehr selber dem Leben Gottes nach. Und stundenlang ging dann nichts mehr von selbst und ohne Zwang. In stiller Zeit verschlief ich, die Nächte wurden lang. Nur die Frucht. Ich war vor Gottes Licht visionslos auf der Flucht. Kommen nie ans Ziel durch den Zwang, wenn sie mit der Wirklichkeit beeinflusst werden, sind sie visioniert, auch willig und gehorsam. Das Friedensreich ist dort und kommt einzig daran, wenn jeder für sich das Leben bewahrt, ohne gezwungen zu werden. Der Friede, er ist König auf Erden. Ohne gezwungen zu werden, der Friede, er ist König auf Erden. Auch ich habe mir Gedanken gemacht zu diesem Thema Friedensreich. Und ich habe mich erinnert, als ich klein war, da hat mein Bruder mal eine Kinderbibel geschenkt gekriegt, eine ganz schöne Bilderbibel. Und auf der letzten Seite hat es so ein wunderschönes Bild, wo man so sieht, Jesus aus den Wolken runterkommt, so mit den Händen oben. Ganz schönes Bild, also das, was das Friedensreich, also der Einbruch des Friedensreichs symbolisiert. Das hat mir sehr gut gefallen, das habe ich insgesamt sicher Stunden angeschaut in meiner Kindheit. Und als ich dann selber eine Kinderbibel geschenkt gekriegt habe mit 7 Jahren, als erstes gleich die hinterste Seite aufgemacht, geschaut, dann war ich ein bisschen frustriert. Da war nur Paulus, wie er an seinem Pult sitzt und er schreit. Ja, ich hätte sie dann am liebsten mit meinem Bruder getauscht, aber mit der Zeit habe ich gecheckt oder habe ich erfahren, dass es eigentlich, dass ich nicht darauf warten muss, bis er vom Himmel runterkommt in den Wolken, bis dieser Augenblick, den ich da in diesem Bilderbuch immer wieder so begutachtet habe oder gestaunt habe drüber, dass ich nicht warten muss, sondern dass jetzt er schon spürbar hier ist, dass er jetzt schon dieser Jesus, dass er jetzt schon in seinem Frieden uns naht, dass er sich näher kommt. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wenn er jetzt kommen würde, ich hatte auch immer Respekt davor, denn ich wusste, eigentlich müsste ich gleich verbrennen. Weil seine Heiligkeit, ich bin viel zu unheilig, ich bin viel zu unfähig, das wusste ich schon als Kleiner. Ich habe immer gespürt, ich bin wie ein verlorenes Schaf, ich bin wie ein Blatt im Wind. Ich würde verbrennen, wenn er kommen würde, denn er ist so heilig, er ist so groß. Und so darf ich auch und durfte ich über all die Jahre bis jetzt wirklich mich zurüsten lassen, mich diesem Frieden gemäß anpassen. Weil ich habe gemerkt, wenn ich das nicht tue, bin ich nicht bereit, wenn er kommen kann, bin ich nicht dabei schlussendlich. Da hatte ich auch wirklich Respekt davor und so darf ich auch immer weiter meine Übungen machen, mich diesem Frieden anpassen, dem hinterherjagen. Das ist ein kleines Beispiel, als ich mein Lied geschrieben habe, das war so in einem kleinen Ferienhaus von uns, waren wir mal in einem Ferienhaus, Trockendockzeit nennen wir das, wenn wir unsere Lieder auch machen. Und dann wollte ich gleich ans Lied schreiben gehen, habe mir schon gedacht, ja, ich nehme mir das in meinem Zimmer, setze ich mich aufs Bett, mache es mir gemütlich, habe mich schon darauf gefreut und da war es besetzt. Mein Bruder Simon hat sich da schon eingerichtet. An anderen Orten waren auch schon meine Geschwister.
Ja, und dann hat es mich ein bisschen geärgert. Ja, okay, ich habe dann einen Platz gefunden, und zwar im Kleiderschrank. Okay, ich war dann halt im Kleiderschrank, am Anfang eben, ein bisschen genervt so. Und plötzlich habe ich gecheckt, hey, er kann doch im Kleiderschrank genauso zu mir sprechen wie sonst irgendwo. Im Regen draußen genauso, das kommt eigentlich gar nicht drauf an. Und plötzlich habe ich wieder seine Gegenwart gespürt, seine wunderbare Gegenwart, gegen die ich bereit bin, alles einzutauschen. Ich habe heute Morgen zuletzt in meiner stillen Zeit auf meinem Gebetsspaziergang, habe ich das so wieder sagen können, weil ich seine Gegenwart so gespürt habe. Morgens um 5 Uhr, glaube ich, war es wieder. Und ich habe so gespürt, Herr, für dich lasse ich alles los. Da möchte ich nicht im Bett liegen bleiben, da möchte ich nicht was Eigenes festhalten, da möchte ich nicht verstandesmäßig nachdenken, ob mir das auch passt, was der Friede von mir verlangt. Denn das sehe ich so oft, wie es zum Verhängnis wird, unser eigener Verstand, wie wir dann einfach selber das nachvollziehen möchten im Verstand und dann ein Argument, ein biblisches Argument finden, dass wir es nicht machen müssen. Und da habe ich einfach Respekt davor, dass wir da wirklich die Finger davon lassen. Ich habe auch öfters mal gehört, so Leute, die nicht auf diese Botschaft eingehen wollten, haben sie einfach so als Argument gesagt, ja, ich möchte das Ganze mal prüfen und so. Dabei ist es nichts anderes, als dieser Konfrontation auszuweichen, und zu sagen, Herr, ich begehre nichts anderes außer dir. Mein Papa hat es heute schon sehr trefflich gesagt. Am Anfang hat er auch gesagt, das ist das Lebenselixier von uns. Das ist das, was uns bewegt. Das ist das, was jeder Mensch sucht, dieser Friede Gottes. Da ist alles andere, ist nur ein Abbild davon. Alles Schöne, was man auf dieser Welt haben könnte, egal was man sich vorstellen kann. Das ist nur so ein kleiner Schatten davon, von der Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit ist er. Ja, und nochmals ein kleines Beispiel, dann bin ich durch. Es war so, ich habe jetzt die Lehre als Automechaniker bestanden und jetzt hätte sich eine Tür geöffnet, dass ich als Flugzeugmechaniker einsteigen könnte an einem Flughafen. Und das war schon immer ein kleiner Traum von mir, so Flugzeugmechaniker, Pilot und so weiter. Und das wäre wirklich möglich gewesen. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, wir wollen dich in 3 Jahren ausbilden, dass du wirklich nachher für uns in die USA fliegen kannst, Flieger reparieren kannst und so weiter. Hat mich durch die Hallen geführt mit den großen Jets und so. Das war sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Aber innerlich habe ich gesagt, Herr, bist du hier drin? Spüre ich deinen Frieden? Denn wenn du nicht da drin bist, dann bitte, bitte ja nicht, weil dann mache ich einen riesen Umweg und bin dann irgendwann wieder dort, wo ich sein sollte oder wo er mich, ja, das wäre ein zweitbester Weg oder ein drittbester Weg, aber sicherlich nicht der beste. Und so habe ich gespürt, während wir sprachen, der Chef von da und ich, wie der Friede immer mehr wich, und schlussendlich bin ich so froh, dass es für mich kein Thema mehr ist, weil ich darf jetzt hier in unserem Werk, hat sich eine Tür geöffnet, wo ich hier an der Basis mitarbeiten darf. Und da hat mein Herz geschlagen und da habe ich gespürt, dass der Friede drauf ist. Egal, was für eine Aufgabe auf mich zukommt, aber mein Leben hinzugeben für euch, damit ihr auch dieses Leben packen könnt, damit wir zum Ziel kommen. Ja. Und was auch ein großes Hindernis oft ist, ist eben diese eigene Idee. Und wenn wir eigene Wünsche, eigene Vorstellungen haben, das rivalisiert so sehr. Ja, und das wünsche ich einfach, dass wir lernen, es einzubüßen und, wie ich es im Lied singe, zu sagen, egal wohin du mich führst, Herr, egal wie dieser Weg aussieht, egal wie weit, egal wie steil, egal wie lang, egal ob Bäcker oder Arzt, egal ob ledig oder nicht, in jeder Lebenssituation das Richtige, ja, das ist mein Herzenswunsch auch für euch. So möchte ich das Lied singen. Ja. Alles ist umgeben von Finsternis, auch in deinem Leben. Spürst du es nicht? Doch dein Reich es ist so anders, so anders. Herrenreich es ist, unbeschreiblich, unbeschreiblich. Herrenreich es ist, Herrlichkeit. Egal wohin. Egal wie dein Weg ist, egal wie weit, egal wie steil, egal wie lang, wenn ich dich nur drin fühle,
ist mir alles, alles egal. Doch kommt ne eigene Idee, deinen Wege quer. Mach Karriere, komm schon, wandere raus. Studier an der Uni, heirat endlich, kauf dir dieses Auto. Oder stimmt dein Weg nicht überein mit einer Tradition? Hey Mann, das passt echt nicht. Das ist nicht der Zeitpunkt. Gewöhnlich macht man dies doch so. Normalerweise jedenfalls anders. Und spüre ich dich nicht drin, dann sage ich: Egal, egal wohin du mich führst, egal wie dein Weg ist, egal ob Bäcker oder Arzt, ob ledig oder nicht, wenn ich dich alles eigene los. Doch stimmt dein Weg nicht überein mit ner Religion? Das Wort sagt ganz deutlich, es steht auch geschrieben, in der Schrift ist es fest verankert, das Buch Moses weist auch darauf hin. Oder stimmt dein Weg nicht überein mit deinem Gesetz? Du sollst das niemals tun, du musst dies einhalten, tu dies, lass das, sonst... Spüre ich dich nicht drin, dann sage ich: Egal wohin du mich führst, egal wie dein Weg aussieht, ob anders als erwartet, ob gewöhnlich oder nicht, wenn ich dich nur im Fühlen, Herr, dich spüre. Ist mir selbst das Wort egal. Und stimmt dein Weg nicht überein mit deiner Lehre? Glaube hat nichts mit Fühlen zu tun, man kann Gott nicht spüren. Und steht mein eigener Verstand deinem Wege quer? Nein, das geht zu weit, das verstehe ich nicht. Alles aber das nicht, das lass mir. Und ich kann aus mir nicht mehr, dann sagst du in mir. Egal wohin ich dich führe, egal wie dieser Weg ist, schau nicht auf dich, denn ich bin wollen und vollbringen. Bin dein Sehen, dein Verstehen. Denn ich bin alles, alles in dir, was dir fehlt, was dir fehlt. Herrenreich es ist so anders. Herrenreich es ist unbeschreiblich. Herrenreich es ist Herrlichkeit. Ja, unser nächstes Lied trägt den Titel Rivale. Und zwar habe ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Was könnte dieses Friedensreich, von dem wir euch heute erzählen, was könnte dieses Friedensreich rivalisieren? Was könnte diesem Friedensreich entgegentreten? Was kann ein starker Feind sein, dieses Friedensreiches? Ich habe mir diese Frage gestellt, weil ich das in unserer eigenen Familie so erlebe, dass es tatsächlich Dinge gibt, die das Friedensreich, das in unserer Mitte eingebrochen ist, rivalisieren können, was den Frieden, der in unserer Mitte herrscht und der in unserer Mitte das Kommando hat, was diesen Frieden unterdrücken kann und auf den Boden bringt. Und ich denke, genauso gibt es auch weltweit, gibt es Feinde dieses Friedensreiches, was sich weltweit auch durchsetzen soll. Und ich habe mich gefragt, was sind die stärksten Feinde? Wer ist wohl der stärkste Feind dieses Friedensreiches? Vielleicht müsst ihr euch diese Frage auch mal stellen. Wer kann genug stark sein, das Friedensreich, die Herrschaft des Friedens, dieses,
dieses geniale Element. Ich möchte nichts lieber in meinem Leben. Was ist im Stand, dieses Friedensreich zu unterdrücken? Ich habe gemerkt, es ist nicht der Teufel, es ist nicht der Tod. Genauso wie auch in unserer Familie, den Frieden, den wir gemeinsam haben, niemand von außen angreifen kann. Ich habe das gemerkt, das funktioniert nicht. Wir haben sehr viele Feinde, wir haben sehr viele Leute, die gegen uns aufstehen und die uns beschimpfen und sogar verfluchen teilweise und gegen uns beten und alles Mögliche. Aber interessanterweise gelingt es den Menschen dadurch nicht, uns den Frieden zu rauben, den wir in unserer Mitte haben. Aber der stärkste Feind dieses Friedens, der bin ich selber und der sind wir, wenn wir zu diesem Friedensreich gehören. Unser Papa hat uns das immer so erzählt in den Geschichten früher von der Einnahme Jerusalems. Hat uns immer gesagt, Jerusalem kann nicht von außen eingenommen werden. Es kann nur von innen eingenommen werden. Es kann nur von innen zu Fall gebracht werden. Und wir sind das neue Jerusalem. Auch wir sind nur von innen her, durch den Brunnenschacht der eigenen Schwäche sind wir besiegbar. Und das merke ich immer wieder in unserem Leben. Es genügt etwas, was nicht der Herrschaft des Friedens unterordnet ist in meinem Leben. Und das ganze Friedensreich in unserer Familie kann zu Ende sein. Und genauso bei jedem Einzelnen von uns, am allermeisten Macht haben wir gegen das Friedensreich, wenn wir unter der Herrschaft des Friedens eigentlich laufen sollten und dürfen uns dafür entschieden haben. Ich erlebe das immer wieder so, gerade auch in meiner Altersgruppe, gibt es auch so einen Prozess, dass man plötzlich denkt, ich habe etwas verstanden, ich habe etwas begriffen, ich weiß, wie es geht oder ich weiß, wie man dem Herrn dienen soll oder ich weiß, wie man sowas macht oder das. Und ich habe da ganz klar gemerkt, das kann ein Rivale des Friedensreiches sein. Mein Lied singt, der stärkste Rivale des Reiches des Friedens, es ist nicht der Teufel, der Tod. Ich selbst bin der Mann, der zum Feind werden kann, wenn nicht der Friede, sondern mein Kopf regiert. Und ich merke das immer wieder, dann, wenn mein eigener Kopf regieren möchte, dann werde ich zum stärksten Feind dieser Herrschaft des Friedens in unserer Mitte. Wenn irgendeine eigene Idee die Oberhand hat über diesen Frieden, über diesen Frieden, von dem wir heute so viel gehört haben, ich erlebe das, da kann unsere ganze Kraft am Boden liegen. Ja? Und ich sehe da eine Tendenz, einfach immer wieder, dass die Jugendlichen in meinem Alter oder vielleicht die Erwachsenen schon langsam, dass sie denken, ich kann etwas. Die Alten, wir haben das heute schon gehört von Lois, das ist alte Schule, jetzt kommen wir wissen, wie das Leben funktioniert, wir wissen, wie das läuft. Und ich merke, seit Jahrtausenden läuft das eigentlich so. Ja, ich habe mal in meiner Schule haben wir mal eine Aufgabe gekriegt, einen Aufsatz zu schreiben. Und ich habe einen Aufsatz geschrieben, wie ich sehe, dass die Jugend nur ihrem eigenen Kopf nachgeht und denkt, sie könnte alles besser als die Alten. Dabei geht so gar nicht. Und dann hat meine Lehrerin nur geschrieben, ja, schau Simon, das hat schon Sokrates bejammert. Also hat es eigentlich damit sagen wollen, schon alle hatten immer das Gefühl, die neue Generation sei so schlecht, aber sieh doch, wir leben ja immer noch und alles ist okay. Ich konnte ja darauf nur sagen, ja, Sokrates hatte damals schon recht. Es war damals schon genauso. Weil es ist wirklich genauso, die Jungen haben immer das Gefühl, sie haben was verstanden. Sie wissen jetzt, wie man das Leben lebt und nach 40 Jahren stehen sie am selben Punkt wie die Eltern damals und merken, ja, so ist das Leben halt. Und dann kommen die Neuen und denken wieder, es besser zu können. Ich habe gemerkt, ich möchte diesen Fehler nicht nochmals machen. Ich möchte lernen aus den Fehlern der anderen. Ich möchte gerade auf dem, was mein Vater in seinem Leben aufgerichtet hat, möchte ich lernen aufzubauen. Das ist mein Wunsch. Er hat 30 Jahre investiert und ist jetzt an einem Punkt angekommen, dass er sagt, die Herrschaft des Friedens und nur die Herrschaft des Friedens bringt uns gemeinsam zu diesem Friedensreich. Und wie blöd wäre ich doch, wenn ich jetzt sage, nein, ich weiß es besser. Ich weiß es besser. Dann könnte ich nochmals von null anfangen und vielleicht nach 30 Jahren, wenn es sehr, sehr gut geht, und ich bezweifle, dass es so ginge, aber nach 30 Jahren wäre ich dann vielleicht an dem Punkt, wo er jetzt steht. Und das habe ich mir gesagt, ich selbst kann der stärkste Rivale dieses Friedensreiches sein, wenn ich denke, etwas selber verstanden zu haben und nicht sensibel bin für das, was der Geist des Friedens live aktuell in unserer Mitte wirkt. Und ja, das möchten wir mit diesem Lied zum Ausdruck bringen. Ich sage in diesem Lied, ich kann Berge erklimmen und fasten für Gott. Ich kann in Demut als winziges Rädchen im großen Getriebe vor Jesus verharren. Ich kann alles für ihn tun, wenn es nicht sein Wille ist, das, was wirklich sein, das, wo sein Friede drauf ist. Wenn es nicht das ist, wird er mir eines Tages sagen, ich habe dich nie gekannt, weiche von mir. Und das ist mein Anliegen, dass wir nicht zu Rivalen des Friedensreiches werden müssen, weil wir denken, wir hätten etwas selber verstanden in unserem Kopf
oder in unserem Verstand, sondern dass wir lernen, auf diese Intuition zu gehen, wie das mein Vater heute eingangs gepredigt hat. Ich habe mich persönlich dafür entschieden, ich möchte auf Intuition gehen und möchte auch von denen lernen, die schon bewiesen haben, dass sie der Intuition nachgegangen sind und es gut gekommen ist. Und das ist mein Vater in meinem Fall. Und ich möchte euch auch ans Herz legen, das auch zu tun. Ja, jetzt wollen wir das Lied singen. Der stärkste Rivale, der Herrschaft des Friedens, es ist nicht der Teufel, der Tod. Ich selbst bin der Mann, der zum Feind werden kann, wenn nicht der Friede, sondern mein Kopf regiert. Selbst wenn ich noch sagte, alles für den Herrn, doch ist sein Werk ein anderes, bin ich ihm trotzdem fern. Ich kann Berge klimmen und fasten für Gott, im Gebet mich verzehren für das Volk Israel. Kann singen, musizieren und tanzen für ihn, Schriften verteilen auf den Plätzen der Stadt. Am Ende der Welt kann ich die Botschaft verkünden, Jesus gekreuzigt für unsere Sünden. Und dennoch kann es sein, dass er einst zu mir sagt: Ich habe dich nie gekannt, denn mein Werk hast du nicht erkannt. Der stärkste Rivale des Reiches des Friedens, es ist nicht der Teufel, der Tod. Ich selbst bin der Mann, der zum Feind werden kann, wenn nicht der Friede, sondern mein Kopf regiert. Selbst wenn ich noch sagte, alles für den Herrn, doch ist sein Werk kein anderes, bin ich ihm trotzdem fern. Ich kann in Demut einzig vor Jesus verharren, als winziges Rädchen im großen Getriebe, kann ledig bleiben, bis meine Haare ergrauen und ganz auf den Lohn im Himmel vertrauen. Auf jeden Genuss der Welt stets verzichten, bis dem Herrn eines Tages erfreut zu berichten. Und dennoch kann es sein, dass er einst zu mir sagt: Ich habe dich nie gekannt, denn mein Werk hast du nicht erkannt. Drum ist mir klar, Herr, ich kann dir nicht dienen, solange ich selbst noch bestimme, wie und wann ich es tue. Während selbst meine Gaben für viele gewinnen. Entfernt deinen Gesamtplan, er gäb's doch keinen Sinn. Denn es geht nicht um mich und um meine Berufung, um meinen Dienst, um mein Werk für dich. Es ist nicht der Teufel, der Tod. Ich selbst bin der Mann, der zum Feind werden kann, wenn nicht der Friede, sondern mein Kopf regiert. Selbst wenn ich noch sagte, alles für den Herrn, doch ist sein Werk kein anderes, bin ich ihm trotzdem fern.
ich durfte mein Lied über ein ganz herrliches Thema schreiben. Zu Anfang dachte ich mir, darüber kann man gar kein Lied schreiben, das ist viel zu viel. Als ich da mich auch ans Lied reingemacht habe, habe ich erstmal nur seitenweise hinten und vorne geschrieben. Ich glaube, 11 A4 Seiten voll. Dachte, darüber kann man höchstens ein Oratorium schreiben. Aber dann habe ich gemerkt, nein, es ist, der Herr hat mir etwas offenbart. Und sobald man eine Offenbarung hat, denkt man, man kann Bücher darüber schreiben, aber das ist einfach, weil der Herr einem etwas wirklich zeigt. Und es ist mir so auf dem Herzen, dass ihr diese Offenbarung genauso tief spüren dürft, wie ich sie spüren darf und schon seit Monaten einfach darin leben darf. Ich möchte gleich auf den Punkt kommen, und zwar ist es über eine gewisse Stelle in der Bibel, die mir früher eigentlich nicht so geleuchtet hat. Und zwar geht es um diese Stelle, wo steht, mein Urbild sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, bevor sie da waren. Irgendwie so. Das heißt, das steht von einem Buch, das schon da war, bevor ich geboren wurde, und dass dort schon alles steht über mein Leben. Und als ich das früher jeweils gelesen habe, hat mich das eher so ein bisschen, ich weiß nicht, beängstigt oder einfach ein bisschen ein Unbehagen in mir ausgelöst, wo ich dachte, was steht jetzt in diesem Buch? Steht jetzt da tatsächlich, was ich leben werde und werde ich so leben? Und irgendwie war es einfach etwas komisch. Und plötzlich hat mir der Herr diese Stelle gezeigt, wie es wirklich ist, was mit diesem Buch ist. Und zwar habe ich gemerkt, dass bevor ich geboren wurde, hat der Herr dort schon in diesem Buch alles festgelegt über mein Leben. Ich bin nicht einfach ein Zufallsprodukt, so, wo auf die Erde kommt und Gott vom Himmel schaut, lebe ich jetzt gut oder schlecht, tue ich gute Werke oder schlechte Werke. Es ist gerade umgekehrt. Es ist ein Buch da, wo schon die guten Werke alle drin stehen und mein ganzes Leben, der ganze Faden, das Drehbuch schon besteht, und ich werde aufgrund dieses Buches geschaffen, um diesen Weg zu finden, um in diesem Weg zu laufen. Und das hat mir so eine neue Perspektive gegeben, wo ich gemerkt habe, hey, da ist ein Buch und da steht mein Leben schon. Ich muss das nicht selber planen. Ich kann es nämlich gar nicht. Ich habe gemerkt, also es war so, wie wenn der Herr mir dieses Buch zeigt. Es war so eine Herrlichkeit. Ich habe mich echt von dieser Stunde an echt voll in dieses Buch verliebt, kann ich sagen. Ich weiß genau, ich habe nicht gesehen, was da drin steht, aber ich habe genau gemerkt, dieser Weg, dieses Buch, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Das ist meine Bestimmung. Dieses Buch, da möchte ich, so möchte ich leben. Das war auch, das hat mein Papa zu dieser Zeit gepredigt. Mal, das ist so eine Stelle, wo steht, wir sind geschaffen zu guten Werken, so quasi. Ich bin geschaffen, um jetzt gute Werke für den Herrn zu tun und richtig zu leben. Dann hat Papa aus dem Urtext ein besseres Wort gefunden dafür, also das richtige Wort, was nämlich heißt, wir sind geschaffen aufgrund guter Werke. Weil gute Werke in diesem Buch stehen, werden wir jetzt geschaffen, um darin zu wandeln. Und das war schon mal so, für mich ehrlich so die Offenbarung, wo ich gemerkt habe, genau darum wurde ich geschaffen und diesen Weg möchte ich treffen, das ist nämlich der erstbeste Weg. Und habe gemerkt, diesem Buch muss ich kein Wort hinzufügen, das ist einfach das einzig Gute, Beste für mein Leben. Und ich habe einfach so loslassen können, gemerkt, da kommt mein Herz zur Ruhe, er ist Steuermann, nicht ich. Er hat alles im Griff, er weiß genau all die Fakten, die sich von meinem Leben, ob ich zum Beispiel heiraten werde oder ob ich ledig bleibe, all diese Dinge, das würde mich eh überfordern, das selber entscheiden zu müssen. Ich spüre intuitiv, dass das irgendwie schief rauskommt. Jetzt frage, heiraten oder nicht und wenn ja, welchen? Und das geht also wirklich zu weit. Ich habe richtig gemerkt, da komme ich so zur Ruhe, einfach loslassen, anvertrauen und wissen, ihm kindlich meine Hand geben und ich weiß genau, er hat jetzt den besten Weg für mich geplant, er möchte das Allerbeste für mein Leben. Aber gleichzeitig ist mir dazu dann auch aufgefallen, dass ich dieses Buch verpassen kann, dass ich voll dran vorbeileben kann an diesem Buch und dass ich einen zweit, dritt, viert, fünft besten Weg wählen kann, wenn ich will, wenn ich möchte. Das ist nämlich, wenn ich mir selber einen Weg in den Kopf setze, mich in etwas verliebe und denke, wow, das ist für mein Leben, das ist der coolste Beruf oder das ist mein Traumpartner oder irgendetwas, wo ich mich zu früh mein Herz auf etwas festlege, was ich dann halten möchte. Dann ist es eben nicht so, dass der Herr sagt, nein, stopp, ich habe da ein Buch, was Besseres für dich geschrieben und dich so irgendwie am Kragen zurückholt und sagt, hier, sondern es ist eben gerade umgekehrt, er sagt, er erforscht mein Herz und gibt mich gerade da rein, also was ich möchte, das bekomme ich und das weiß ich wirklich mit Gewissheit, weil ich es um mich herum sehe, alle kriegen ihren Weg, die einen ganz fürchterliche Lebenswege. Und da habe ich gemerkt, niemals, ich möchte niemals an diesem Buch vorbeigehen, an diesem Weg, den er für mich hat, weil es ist so ein lieblicher Weg und er möchte mir diesen Weg geben. Und da möchte ich nicht daran vorbeileben, indem ich mich selber in etwas zu früh
einfach festklammere, was mich dann trennt. Und dann hat mir aber der Herr doch gezeigt, ich war fast ein bisschen zu fest in der Angst, dass ich daran vorbeischießen könnte. Und ja, weil es wirklich schnell passiert ist. Aber dann hat mir der Herr gezeigt, dass es eigentlich ganz einfach ist, dieses Buch, dass das in Erfüllung geht über meinem Leben. Und zwar gibt es nur etwas, was ich tun soll. Ich muss nichts planen, nichts wissen, sondern ich muss nur immer im Jetzt, gleich das Jetzt, was jetzt da ist, muss ich ihn spüren, muss ich ja, ihn erleben, diesen Frieden, den mein Papa schon darüber gesprochen hat und alle meine Geschwister, diesen Frieden, nur das muss ich behüten im Jetzt. Und wenn im Jetzt da eine Wolke dazwischen kommt, wenn ich das nicht mehr sehe, dann habe ich eine Aufgabe, nur zu schauen, hey, was ist das für eine Wolke, wie kriege ich die wieder weg, dass ich wieder die klare Verbindung habe, wo ich nämlich von jetzt zu jetzt spüre, wodurch dass es geht, wo er durchgeht, wenn ich seinem Frieden nachgehe. Und das ist die Übung, die wir tagtäglich machen. Ich mache die Tag und Nacht wirklich nur immer im Jetzt schauen, wo geht er jetzt gleich durch. Und sobald ich das nicht mehr hören kann, wenn ich vernebelt bin, schaue ich, was ist das für eine Trennung? Und die gehe ich dann an. Ganz ein kleines Beispiel, das hatte ich ja kürzlich. Da war zwei Tage einfach, wo ich gespürt habe, jetzt bin ich nicht in diesem Frieden. Nicht mehr so, dass ich das spüren kann, was er mir sagt. Und dann habe ich sofort gestoppt, bin vor den Herrn gegangen, gemerkt, das ist kein, so möchte ich nicht leben. Was ist diese Wolke jetzt, dass ich nicht in seinem Frieden bin? Habe ich gemerkt, oh, es ist ein Brief, der mir sehr wichtig war, einer Schwester zu schicken. Und da habe ich ziemlich viel dran gearbeitet. Und plötzlich habe ich gemerkt, es hat mich aus dem Geist geholt. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, warum. Ich habe einfach gesagt, hey, wenn es das ist, ich lasse es sofort los und diesen Brief schicke ich nie ab. Ich habe den voll losgelassen. Es ging hoch, weil ich habe gemerkt, ich habe nichts, was ich selber halten möchte. Ich habe das dem Herrn hingegeben. Und plötzlich war die Verbindung wieder da. Ich habe gemerkt, hey, ich habe es getroffen. Und wo diese Verbindung wieder da war, wo ich wieder spüre, was er zu mir sagt, merke ich auch noch, warum das eine Wolke war. Dann habe ich dann den Brief abgeändert und gemerkt, ach so, das war's. Habe den abgeändert, dann doch noch abgeschickt. Ja, es ist jedenfalls so, in jeder Situation kann man das so genau wahrnehmen, was er will und wo er durchgeht, dass ich eben nur das bewahren möchte, muss, soll, darf. Das ist das schönste Leben, auch als Familie. Wir gehen einfach von jetzt zu jetzt in ihm und das Buch erfüllt sich an mir. Ich weiß es, wenn ich nur immer im Jetzt mit diesem Frieden mitgehe, es ist so einfach. Nur immer loslassen, was Gott trennt und dann kommt es einfach gut und herrlich und das ist eben dieser Weg, der ist lieblich und wie Honig und jedes Wort, was dort steht, ich weiß, das ist mein Leben, das ist meine Bestimmung, dafür wurde ich geschaffen und da gehe ich rein und es ist mir egal, was die anderen denken, wenn manchmal Entscheidungen dann ganz anders kommen, als man sich das vorstellt, was normal menschlich ist, dass es mal kommen, was will, ich gehe da einfach mit und bin gespannt, wie das auch rauskommt bis zum Ende. Okay, dann singen wir jetzt dieses Lied. Mein Herzenshaus stellt deine Engel, oh Gott, dass nicht zu früh mein Herz sich verliebt in irgendetwas von dieser Welt, denn du lässt mich gehen vorbei an deinem Herzen und auch an Partner, Job und Zukunft auf den Weg, denn niemals, niemals, niemals. Da ist ein Buch und schon Zeiten vor der Zeit, bevor ich war es da. Das Buch des Lebens abgezählt, ist jede Stunde mein. Dein Friedensreich.
ich geh mit, lass los. Denn dein Buch, lieblich, lieblich jede Zeile, herrlich wie Honig jedes Wort. Und es ist der beste, beste, beste Weg für mich. Da ist ein Buch und schon Zeiten vor der Zeit, bevor ich war, war es da. Das Buch des Lebens abgeht. Jede Stunde meines Seins auserwählt, jedes Werk von meiner Hand. Ich bin vorherbestimmt, seit Urzeit die Wege des Buches zu gehen. Jede Zeile, jedes Wort ist Herrlichkeit, dein Frieden. Mit Fließen in deinem Werk und Leben Strom. Und dein Buch erfüllt sich an mir, wenn ich nur von jetzt zu jetzt hochschau zu dir. Und alles sich beugt, ich beug vor deinem Leben, nicht neben, nicht vor, nicht hinter dir. Das ist das Frieden. Und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Wir binden jetzt den ganzen Sack zusammen. Wir kommen zu dem letzten Lied. Ich möchte in diesem Lied über das Thema Überwindung des Todes singen. Ihr spürt, wir haben heute Themen auf der Liste, die nicht so alltäglich sind, nicht so gewöhnlich. Aber ich erwähne nochmal, ich habe zwei Bücher empfohlen, wo diese Dinge, die wir hier nur ganz knapp und kurz streifen, viel detaillierter, grundlegender, sorgfältiger noch erklärt werden in größeren Zusammenhängen. Das Buch Die Erlösung des Leibes und das andere Buch Krieg in Gerechtigkeit. Was wir jetzt zusammenfassend gehört haben, wir haben von einem Reich des Friedens geredet, das ganz anders kommen soll, als wie wir es vielleicht bisher erwartet haben. Auf den Punkt gebracht hat das folgende Konsequenz. Als Jesus im Alten Testament sprach, er sprach schon im Alten Testament durch Jesaja, da hat er gesagt, ich werde einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Und in diesem Zusammenhang erwähnte er, dass mit diesem neuen Himmel, mit dieser neuen Erde Folgendes geschieht. Er sagt, verflucht wird gelten, wer jünger als 100 stirbt. Ein Jüngling, der mit weniger als 100 stirbt, wird als verflucht gelten. Die Tage sollen wieder werden wie die Tage der Bäume. Und dann heißt es weiter dort in diesem Zusammenhang, dass auf dieser neuen Erde, in diesem neuen Himmel, die einen von einem Strom des Friedens emporgeleitet werden. Die Zunahme des Stromes wird kein Ende haben. So steht überall geschrieben im Alten Testament. Also wenn wir das einmal anschauen, dann sehen wir eine Konsequenz, was es hat, wenn dieser Strom des Friedens immer mehr zunimmt. Wir dachten immer, es hat
die Konsequenz, dass dann nachher einfach alle Menschen mit drin sind. Neue Himmel, neue Erde, alle sind dann einfach in diesem Strom, der immer tiefer wird. Aber wenn man die Kapitel Jesaja 65 und 66 aufmerksam liest, sieht man am Schluss, dass der Herr sagt, dass auf dieser neuen Erde, unter diesem neuen Himmel, Folgendes der Fall ist. Es heißt dort, so wie mein Himmel und die neue Erde bestehen bleiben wird, so werden die Menschen, die mit dem Strom mitgegangen sind, Sabbat für Sabbat hinausgehen und die Leichen oder die Gefallenen anschauen, die Menschen, die gefallen sind, die gebrochen haben mit Gott. Und sie werden ihnen, wörtlich im Hebräischen, sie werden ihnen, im Deutschen heißt es, ein Abscheu sein für alles Fleisch, aber wörtlich heißt es dort, sie werden ihnen eine Vision sein. Ich möchte damit zusammenfassend Folgendes erklären. Gottes Friedensreich ist ein Schwert, das durch diese Welt geht. So wie Jesus sagte, als er kam, der Friedefürst, denkt nicht, ich sei gekommen, den Frieden auf die Erde zu bringen, so wie die Menschen das meinen. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und zwar sieht es so aus, dass er sagt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Jüngern, meinen Lernenden, die mit diesem Frieden mitgehen möchten, die nicht Angst haben vor diesem Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht der Welt, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Und er gibt uns diesen Frieden, wenn wir nicht sagen, ja eben, das muss ich jetzt mal prüfen am Wort. Du sollst das Wort prüfen an dem Frieden. Verstehst du? Du musst jede Situation an dem Frieden Gottes prüfen, weil er sagt, der Friede Gottes wird Schiedsrichter sein. Prüfet alles, was Gute behaltet. Zuerst war der Geist und dann war das Wort. Und so ist die Geschichte bis heute. Es gibt ein Schwert, das durch die Welt geht. Entweder hören wir diese Stimme und gehen mit dem Friedenstrom mit und der Friede wird über uns tiefer und tiefer. Und weil wir mitgehen, verherrlicht sich Gott, indem er in uns mehr und mehr Wohnung nimmt, indem er mit uns mehr und mehr Geschichte macht, indem er uns mehr und mehr, ich darf es mal mit diesem Vergleich sagen, vergoldet, indem er uns mehr und mehr Perlen gleich macht, indem er uns mehr und mehr Diamanten, kostbarem Gestein gleich macht, wie Paulus sagt, reinigt euch von den unreinen Gefäßen und werdet selber zu edlen Gefäßen. Wir werden auf der einen Seite, wenn wir mit diesem Strom des Friedens mitgehen, wir werden an diesem Strom gebunden sein, wie die Fische ans Wasser. Sobald wir ihn verlassen, haben wir kein Leben mehr. Wir müssen drin bleiben. So erleben wir das. Und dadurch kommt eine Herrlichkeit nach der anderen hinzu und der Strom steigt, der Friede nimmt kein Ende, die Mehrung der Herrschaften des Friedens wird kein Ende haben. Aber die anderen Menschen, die in sich immer noch selber klug sein möchten, die jetzt nicht Vertrauen finden, die sagen, das ist gefährlich, du lässt dich hier auf eine Gefühlsduselei ein. Vielleicht sitzt du heute hier, vielleicht sagst du, es ist gefährlich, alles Gefühlsduselei. Dir sage ich, geh doch du deinem Frieden nach. Wenn du den nicht haben kannst oder haben willst, von dem du heute gehört hast und ich hoffe, dass du ihn gespürt hast, wenn du sagst, ich möchte ein anderes Navigationssystem, dann sage ich dir, geh du diesen Weg, aber höre, was die Schrift sagt. Die einen werden in ihrer eigenen Klugheit zu Schanden werden. Jesaja 66 sagt, dass unter dem neuen Himmel, unter der neuen Erde, die einen zu Würmern, wie Würmer werden, deren Feuer nicht erlischt. Sie werden nicht aus dem Wurmstadium herauskommen, meint das. Sie kommen nicht zur Vollendung, heißt es dort, wenn man es wörtlich aus dem Hebräischen überträgt. Sie werden verkümmern, sie werden, wie wir es jetzt in der Welt sehen, immer mehr abnehmen, immer mehr an sich selber, an der eigenen Weisheit zu Schanden werden. Sie werden im Tod verfallen, mehr und mehr. Nur kommt die Zeit, wo wir sehen, dass eine Scheidung sein wird, wo die einen in eine Herrlichkeit eingehen, und zwar noch auf dieser Erde. Ich sage mal, lassen wir es mal dahingestellt sein, ob noch Offenbarung 22 wirklich von einer neuen Erde redet, von einer komplett neuen. Ich habe euch gesagt, dort ist die Stadt, wo deren Blätter mit Bäumen zur Therapie, zur Heilung der Völker sind. Lassen wir es mal dahingestellt sein, selbst wenn diese Stadt von Offenbarung 22 auf einer wirklich komplett neuen Erde wäre, ich sage euch, zuerst muss sich Jesaja 65, 66 erfüllen und das ist auf dieser Erde. Zuerst muss dieser neue Himmel und diese neue Erde kommen und dort heißt es, die einen werden zu Würmern werden vom Wesen her und die anderen werden zur Herrlichkeit werden. Sie werden Leben haben. Aber ich sage, es ist die Stadt, ich behaupte, das muss jetzt und heute stattfinden. Wir sind berufen, zusammen dem Strom des Lebens zu folgen, um den Tod vom kleinsten Keime her unter die Füße zu werfen, bis dass wir den Tod aus diesem Kosmos, aus unserem eigenen Leib beginnend, ausgerottet haben.
Und darum spricht die Bibel von einer Entrückung, darum spricht die Bibel von einer ersten Auferstehung. Das ist nicht ein Knall, der irgendwann sein wird. Es ist das Ergebnis eines miteinander gegangenen Weges. Weil wir diesem Strom des Friedens gefolgt sind, wird mehr und mehr der Tod an der Basis ausgerottet. Und wir werden als ein Organismus Frieden in einem Leib erkennen. Der Tod muss unter die Füße. Und hier bin ich jetzt am entscheidenden Punkt angelangt, an dem ich den Sack wirklich zusammenbinden möchte. Darf ich fragen, hast du den Frieden heute gespürt? Ist ein Friede hier, den du nicht gekannt hast? Darf ich mal deine Hand sehen? Sind Menschen hier, die einen göttlichen Frieden wahrnehmen, von dem wir hier zeugen? Bitte, wenn jemand sagt, kenne ich alles, dann frage ich dich, fußt du auch auf diesen Frieden? Gehorchst du ihm? Ist er deine höchste Führungsinstanz? Ist er dein Navigationssystem? Wenn ja, ich sage dir jetzt ein prophetisches Wort und auf das hin läuft letztlich alles hinaus. Ich sage dir ein prophetisches Wort. Wir sind dazu geschaffen, als ein Leib Friede in einem Leib zu haben. Wir sind nicht geschaffen, dass der eine sagt Hü und der andere Hot. Der eine sagt, ich habe hier Frieden, der andere sagt, ich habe da Frieden. Wir sind auch nicht geschaffen für einen demokratischen Frieden. Das heißt, also wer, die Mehrheit hat Frieden, die anderen haben nicht Frieden. Also gehen wir diesen Weg der Mehrheit. Die Bibel sagt, dass die Vollendung von uns Menschen unter einer Friedensherrschaft sein wird. Das heißt, Friede in einem Organismus, in einem einzigen Leib. Das heißt, wenn irgend Gott, egal durch wen er spricht, wenn er gesprochen hat, wird der ganze Organismus dasselbe Amen darüber haben. Alle, die im Licht leben, alle, die diesem Frieden verpflichtet leben, sich nicht fürchten, auf diesem Frieden zu fußen, die werden spüren, das ist das Wort des Herrn. Das Ziel Gottes, das er mit uns hat, ist, dass er uns als einen Menschheitsorganismus, wie ein Mann, in einer Bewegung, als ein Leib, in einer Bewegung, in einer Berufung drin führt. Das sind Dinge, die sind auch in den Büchern noch weiter erläutert, die kann ich jetzt hier nicht alle ausführen. Aber uns ist wesentlich, und hör jetzt, ob du das nicht spürst und nicht hörst, was ich jetzt sage, die eine Bewegung, die jetzt an den Leib des Christus ergeht, die eine Stimme Gottes, die zu uns spricht, über der wir, wenn wir Kinder Gottes sind, die eine Bewegung heraushören, das eine, den einen Frieden in einem Leib, international, das ist das Wort, macht euch auf und kehrt zurück zu dem Navigationssystem, kehrt zurück unter die verbindliche Herrschaft dieses Friedens, von dem wir heute gezeugt haben. Und es ist das Wort, wir sollen jetzt in die Stellung eingehen, wo wir erwarten, dass der Tod unter unsere Füße kommt, dass der Teufel aus diesem Kosmos hinausgetrieben wird, dass er in den Abgrund gestürzt wird, wie über ihn geschrieben steht. Es ist das Wort, dass wir wie ein Mann uns erheben und sagen, wir sind der Sünde, dem Tod und dem Teufel nicht mehr schuldig. Und es ist das eine Wort, das sagt, wir werden nicht mehr locker lassen, bis wir beim kleinsten Keim beginnend den Tod, die Sünde, den Teufel aus jeder Ritze vertrieben haben. Können wir das hören, dieses Wort? Wer kann das hören, dieses Wort? Wenn du es nicht hören kannst, flehe darum, ob du es erfassen kannst. Ich möchte dich heute an diesen Frieden binden, ich möchte dich an diesen Frieden, ich möchte es fast mit Paulus Worten sagen, fast versklaven möchte ich dich an diesen Frieden. Und wenn du da sitzt und immer noch Angst hast, diesem Frieden zu vertrauen, Angst hast, auf diesem Frieden zu fußen, weil du Angst hast, ist nur ein Gefühl, dann möchte ich dir zum Schluss mit dir einen kleinen Test machen. Seid ihr bereit für einen kleinen Test, dass du siehst, wie logisch es ist, dem Frieden zu folgen. Dem Frieden folgen ist nur dann logisch, wenn du ihm zur rechten Zeit folgst. Folgst du nicht zur rechten Zeit, wird es kompliziert, zugegeben. Aber jetzt machen wir mal zusammen einen Test, dass ich dir zeigen kann, auch du hast ein Sensorium und ich würde mich jetzt wundern, wenn wir hier nicht zu einem einzigen Zeugnis des Friedens kommen, was ich jetzt dir sage. Jetzt pass mal auf. Wir folgen dem Frieden Gottes. Test. In diesen Tagen machen die Holländer einen neuen Vorstoß. Und zwar in ethisch-moralischer Hinsicht. Sie gründen eine neue Partei, eine pädophilen Partei. Jetzt pass mal auf, weißt du, was Pädophile sind? Das sind Menschen, die sexuellen Umgang haben mit Kindern. Ist das eine gute Sache, mit Kindern sexuellen Umgang zu haben? Jetzt noch schüttelst du den Kopf, was lehrt dich das eigentlich? Hast du Frieden, wenn du das
spürst, dass einer will mit Kindern sexuellen Umgang haben, hat irgendeiner Frieden. Jetzt machen die es aber so, jetzt stehen die auf, gründen eine politische Partei, die mit den öffentlichen Forderungen ans Licht, an die Öffentlichkeit kommt und sagt, wir möchten sexuellen Umgang mit bis 12-Jährigen erlauben. Wir möchten, dass es gesetzlich erlaubt wird, dass man mit bis 12-Jährigen pornografische Filme drehen kann. Und das ist nur der erste Schritt, das sagen sie offen heraus. Sie sagen, wir möchten darauf hinarbeiten, dass die gesamte Altersgrenze abgeschafft wird. Und jetzt frage ich dich, ist das in Ordnung, dass man mit solchen Kindern pornografische Filme dreht nachher, dass man mit ihnen sexuell, dass man sie missbraucht? Und dann gehen sie noch einen Schritt weiter. Der neue Begriff, der jetzt kursiert, heißt Zoophilie. Früher nannte man das mit Tieren Unzucht treiben, Sodomie. Sie möchten auch öffentlich dafür eintreten, dass Geschlechtsverkehr mit Tieren legalisiert wird. Und jetzt siehst du, wie das funktioniert mit dem Frieden. Mit der Bibel kannst du ja nicht mehr argumentieren, oder? Weil die Theologen, die bringen dir das Wort Gottes, es sind die Bibelleser, es sind die Herren Pfarrer, die mit der Bibel in der Hand stehen und sagen, das ist alles Liebe, denn Gott, da steht geschrieben, Gott hat geschaffen. Ja? Wir sind alle aus einem, das ist Liebe, wenn du mit einem Affen, einen Affen raufhockst, auf einen Hund, das ist Liebe. Das ist Liebe, wenn du, das ist nur Liebe, was kann Liebe Sünde sein? So wird mit der Bibel in der Hand argumentiert, verstehst du? Also entscheide dich. Willst du der Bibel gehorchen in diesem Fall, weil die Theologen dir die Bibel unter die Nase reiben und die Bibelstellen zeigen, oder willst du dem Frieden folgen, der in dir sagt, stopp, da bin ich nicht dabei. Also wenn jetzt einer, ein einziger hier drin ist, nur einer, der sagt, wow, da ging es bei mir hoch, da habe ich Frieden gespürt, komm doch nach vorne. Komm jetzt nach vorne, hab den Mut. Jetzt schau dich mal um. Ist es gefährlich, auf den Frieden zu achten? Das, was sich in dir geregt hat, das war nicht einfach ein Gefühl, verstehst du? Das war gesunde, göttliche Intuition. Das war das Navigationssystem, das auch du, egal wo du stehen magst, egal wo du, wenn du heute gedacht hast, ich bin so weit weg von dem, was die da vorne sagen, ich sage, das hast auch du gespürt, oder? Aber jetzt sage ich dir folgendes Geheimnis. Wenn du diesem Frieden, der jetzt in deinem Herzen Nein gesagt hat, da gehen wir nicht mit, wenn du diesem Frieden nicht heute, von heute an verbindlich gehorchst, dafür aufstehst und sagst, stopp, eigentlich sollten wir jetzt Folgendes machen, es gäbe eigentlich nur eines, wir sollten jetzt miteinander diesen Saal verlassen und in die Welt hinausschreien, stoppt die Holländer, stoppt die NVD, so wie diese neue Partei heißt, lasst sie nicht aufkommen, denn weißt du, was geschieht? Wenn wir jetzt nicht uns verbindlich an diesen Frieden halten und den Tod, der wieder eine Stufe weiter in die Schöpfung eindringen will, die Sünde, nicht stoppen, die jetzt wieder ein Stück weiter vordringen will, der Teufel, der wieder ein Stück Land einnimmt, wenn wir ihn jetzt nicht stoppen und rauswerfen und unter unsere Füße werfen, morgen und übermorgen wirst du von diesen Menschen als Sektierer verfolgt, weil du kein Pädophiler bist. Amen. So ist das. Wenn du mir es nicht glaubst, hätte ich dir vor 20 Jahren gesagt, die Homosexuellen werden aufstehen und sie werden Rechte fordern, dass das öffentlich anerkannt wird. Und ich hätte dir gesagt, du wirst diskriminiert als Menschenverächter dastehen, wenn du dagegen sprichst. Hätte mir keiner geglaubt. Aber hätte ich dir damals gesagt, vor 20 Jahren, dasselbe, was ich jetzt gesagt habe über den Pädophilen, wir wären uns so einig gewesen wie jetzt. Aber weil wir dem nicht gebührend verbindlich waren, dem Frieden, der uns gelehrt hat, das Signal war da. Darum hat sich das so ausgeweitet, dass du heute, wenn du das von der Kanzel her sagst, dass das Sünde ist, dass das ein Gräuel ist vor Gott, Sodomie, Homosexualität, diese Dinge, dann musst du rechnen, dass du eingesperrt wirst, dass du gebüßt wirst. Und ich werde überall als Sektierer heute verfolgt, weltweit, im Internet, ich kann hingehen, wo ich will. Ich werde als Sektierer verdammt, weil ich dieser Stimme von damals einfach verbindlich treu geblieben bin. Siehst du, und darum, heute staunst du, ich könnte dir noch mehr sagen, ich mache nur noch kurz, ein letzter Punkt, magst du noch einen vertragen? Die Londoner, natürlich von Amerika abgeguckt, Television machen neue Geschäfte, hunderte von Frauen und Männern machen Selbstbefriedigung, ja. Wird gesponsert, wer am meisten kann, das ist zum Kotzen, was ich hier sage, aber öffentlich, verstehst du, vor der Kamera. Und wer es am meisten treibt und am dümmsten treibt, der wird gesponsert und das Geld geht natürlich zu guten Zwecken für AIDS-Bekämpfung und so weiter. Oder? Was spürst du, Frieden oder Unfrieden?
Und sie sagen öffentlich, diese Machthaber hinter den Fernsehpulten, sie sagen öffentlich, es ist Zeit herauszufinden, ob das britische Volk geschlossen hinter der Massenmasturbation stehen kann oder nicht. Es wird Zeit, sagen sie, das herauszufinden. Und ich sagte, es ist Zeit, den Teufel hinauszuwerfen. Es ist Zeit, verbindlich zu werden. Es ist Zeit, dem Geist des Lebens zu vertrauen. Wir haben mit der Bibel in der Hand versagt. Wir haben mit der Bibel in der Hand uns die Theologie um die Köpfe geschlagen, weil wir das Navigationssystem nicht gehabt haben. Der Friede Gottes ist nicht ein Luxusauto, wenn ich das mal in diesem Bild sagen kann, mit getönten Scheiben und luxuriösem Interieur. Der Friede Gottes ist das Navigationssystem des Autos, verstehst du? Friede Gottes ist nicht Freiheit für jedermann, Sportlenkrad mit Niederquerschnittreifen und so. Friede Gottes ist Drehzahlmesser. Friede Gottes ist Geschwindigkeitsmesser. Was kann ich dir noch sagen? Ich würde dir am liebsten, ich wollte dich vom Stuhl reißen, ich sag's ehrlich. Und ich möchte dich jetzt vom Stuhl reißen mit meinem letzten Lied. Ich fordere dich auf, steh auf, wenn du spürst, dass sich hier die Wege scheiden. Wir sind gekommen, um zu sagen, habt endlich Vertrauen zu diesem Frieden. Es ist genauso wenig gefährlich, wie du jetzt einem Gefühl Raum gegeben hast, wenn ich dir diese Dinge erzählt habe. Es ist genauso ungefährlich, genauso wenig gefährlich, wenn du dein ganzes Leben auf die Intuition des göttlichen Friedens setzt. Du wirst nicht fehlgehen, es ist eine unfehlbare Führung. Aber du musst den Frieden kennen. Du musst ihn unterscheiden können von falschem Frieden. Natürlich gibt der Teufel falschen Frieden. Du musst das Leben Gottes vom falschen Leben Gottes unterscheiden lernen. Und darum biete ich dir an, komm in die Verbindlichkeit. Komm in die Verbindlichkeit. Das heißt, werde diesem Leben verbindlich. Benutze die Bemessungsdienste, die wir anbieten. Wir haben 30 Jahre die Unterscheidung gelernt zusammen, dass wir als ein Organismus lernen, wie ein Mann diesem Zeugnis des Friedens zu folgen. Wir üben das seit 20, 30 Jahren und können dir unentgeltlich beibringen, wie du falschen von richtigem Frieden unterscheiden lernst, echtes von falschem Leben. Und wir haben dabei die Kühnheit zu behaupten, zu sagen, diese Frequenz des Friedens, die dich berührt, wenn wir sprechen, diese Frequenz, die wir dich lehren, diese Art des göttlichen Friedens, das ist die Frequenz, auf der Gott uns zum Ziel führt. Wir haben den Mut zu sagen, wie beim Radio, wenn du Radio 7 einstellst, ist es genau diese Frequenz. Wir haben den Mut zu sagen, ein Strichlein rechts daneben ist verfehlt. Friede, ein Strichlein links daneben ist auch verfehlt, ist ein falscher Sender. Nennt sich auch Frieden, nennt sich auch Friedensreich, aber ist ein falscher Friede. Verstehst du? Und wir behaupten hier, wer aus Gott ist, der hört uns und er folgt diesem Frieden, den wir verkündigen. Wer aus Gott ist, der hört uns, der wird nicht auf einen falschen Frieden hineinfallen, denn er wird es zu Hause beginnen, an der Basis ertesten, erproben und wird sehen, dass er 100% funktioniert. Siehst du, und dafür verfolgt man mich natürlich, das heißt, und das ist der Absolutheitsanspruch, der Ivo sagt, er ist der neue Jesus, ihr müsst dem Ivo folgen, aber jetzt darf ich mal fragen, wer hat ein Wort gehört, dass ihr mir folgen müsst? Einer. Nur ein Wort heute. Kann irgendeiner die Hand hochhalten? Doch einige hundert Leute hier, keiner kann es sagen. Siehst du, und so war es schon immer. Aber im Internet steht, ich bin der neue Jesus, zusammen mit einem anderen Mahatma, was weiß ich, wie der heißt, ja. Und ich sei gekommen zu sagen, folge mir dem Ivo nach. Ja? Und ich sage, den Frieden, die Botschaft, die du heute gehört hast, die Botschaft, die ist verbindlich, die wird der ganze Leib hören. Und er wird sich jetzt aufmachen, wer jetzt nicht verbindlich wird, er wird nicht zu dieser Stadt werden, die einst zum Heil der Nationen sein wird. Gott wird dich, wenn du diesem Frieden nicht folgst, mit dem anderen Organismus abwärts gehen lassen. Du wirst in deiner eigenen Weisheit mit dem anderen Organismus der Welt zu Schanden werden. Wir aber, die wir im rechten Moment sagen, halt, da machen wir nicht mit. Wir folgen hier dem Frieden Gottes und immer feinfühliger werden, wir werden zur Herrlichkeit Gottes werden, wir werden zur Stadt Gottes werden, unter den Menschen. Gott wird in uns wohnen und irgendwann werden die Menschen zu kriechen kommen wie die Würmer und sie wollen in diese Stadt Eingang haben. Sie sagen, ich möchte auch so werden wie du, ich möchte auch so eine Familie haben wie du. Und ich werde sagen, ich tue, was ich kann. Und wir werden feststellen, die Zeit ist abgelaufen. Wir werden feststellen, ihr kommt in diese Stadt nicht mehr rein. Aber da habt ihr unsere Bücher, lest sie, da habt ihr unsere Botschaften, lest sie. Versucht reinzukommen. Der Herr sagt, 5 und 5, törichte und weise Jungfrauen. Das ist das, was jetzt geschieht. Und darum bitte ich dich jetzt, wenn ich mein letztes Lied singe,
Und du hast gespürt, dass wir aus Gott sind, dass wir von Gott zeugen, dass wir eine heilswichtige Botschaft verkündigen, eine ganz wichtige Botschaft. Und du spürst, jetzt ist die Scheidung da, jetzt entscheidest du dich rechts oder links, wer sich zu diesem Leben bekennt und sagt, ich will diesem Leben verpflichtet sein, wenn ich das singe in meinem Lied, dass ich mich erhebe und in diesen Lauf stelle, dann bitte ich dich, stell dich auf deine Füße. Stell dich auf deine Füße und bekenne dich öffentlich dazu, dann wird Gott sich auch zu dir bekennen. Und wer das an sich vorbeigleiten lassen will, der möge sitzen bleiben. Wir rennen niemand hinterher, wir verurteilen dich auch nicht, aber wir möchten doch mit gutem Gewissen sagen, wir haben alles gepredigt, was uns der Geist des Friedens aufs Herz gelegt hat. Wir sind dir nichts schuldig geblieben. Also möchte ich das Lied von der Überwindung des Todes singen. Der Tod umgarnt die ganze Erde, diesen Kosmos und jedes Molekül. Er muss raus, schreit jeder Gottes Erbe. Jetzt ist Zeit, sagt mir auch mein Gefühl. Doch des Todes reiche starke Pforten werden uns genauso lang noch horten, bis das Christus Mann und Frau und Kind gegen sie im Geist vereinigt sind. Nur vereint, so hat's die Schrift verheißen, können wir den Tod vom Throne reißen. Erst wenn wir dem Haupt bei jeder Regung einig folgen, eins in der Bewegung. Erst in diesem Einsang kommt so weit, dass zu Ende geht des Todes Streit. Dass zu Ende geht des Todes Streit. Verbindlich zum Strom, dem himmlischen Frieden, nur dem Strom des Lebens und sonst nichts mehr ergeben. Verbindlich auch als Leib, dem Christus, unserem Herrn, beständig ihm vereint und nicht mal nochmal fern. Verbindlich dem Strom sind wir stets guten Mutes, doch ein Sünder schon, wie viel verdirbt er doch Gutes. Wollen wir den Tod aus dieser Schöpfung treiben, dann gilt es wie ein Mann im Strom des Herrn zu bleiben. Ich stelle mich jetzt verbindlich diesem Streit, ab heute steh ich Gott und seinem Leib bereit. Beginnend bei mir selbst und meinem eigenen Haus, treib ich den Tod und Teufel aus jeder Ritze aus. Den Tod aus den Gedanken, den Tod aus Wort und Tat, den Tod aus eigenen Werken, wo er noch Anrecht hat. Milliarden Siegeszellen vereint zu einer Kraft. Dies Kraftfeld ist der Sieg, der uns den Durchbruch schafft. Milliarden kleinste Zellen, eine jede ist jetzt dran, weil jede hängt dem Leibe ihr Plus und Minus an. Der Leib, er ist nur eine, die Summe aller Zellen. Ich kann den Leib verdunkeln, ich kann den Leib erhellen. Die Summe aller Zellen,
aus Schwachheit und aus Kraft. Sie ist es, die dem Leibe den Wirkungsgrad verschafft. Gesamthaft nur ein Glaube, nur einen einzigen Stand, weil Starkes sich mit Schwachem zu einem Leibe verband. Gesamthaft nur ein Friede, ein Strom des Lebens nur eine Atmosphäre, geführt in einer Spur. Gesamthaft nur ein Gutes, der Herr nennt es sonst schlecht. Im Leibe kann nur gut sein, was auch gesamt gerecht. Ein Leib, eine Berufung, nicht zwei, nicht drei, nicht zehn. Ein Leib kann trotz zwei Beinen auf einem Weg nur gehen. Der Leib kann trotz zwei Ohren nur eines richtig hören, auch eines nach dem anderen im Handeln und im Sehen. Ein Leib, eine Bewegung, auch im Gehen. Ein Leib kann nicht im Sitzen zur gleichen Zeit noch stehen. So ist, so wird es bleiben, auch in dem Leib des Herrn. Drum sei mir von der Stunde an die eigenen Wege fern. Ich stell mich in die Reihe und schreite mit im Glied. Der Tod muss aus der Schöpfung, so heißt das neue Lied. Ich singe es in dem Leibe und tu es zu Haus. Ein Leib, eine Entrückung, der Tod, er muss jetzt raus. Vater, ich bitte für all diese Menschen, die jetzt hier stehen und mit diesem Bekenntnis vor dir bekennen, dass sie dieses Wort gehört haben. Ich bitte, dass du sie versiegelst, denn von dir kommt Wollen und Vollbringen. Und da du nun schon das Wollen geschenkt hast, diesem Strom des Friedens Vertrauen zu schenken, auf diesen Strom des Lebens einzugehen, so bitte ich, gib auch das Vollbringen, das Gelingen, dass diese Menschen Kraft deines Geistes bei diesem Vorsatz bleiben können, bis dass er ganz umgesetzt ist, bis er ganz Gestalt gewonnen hat. Und ich rufe dich an für all diese Menschen, die jetzt hier stehen, dass du sie begnadigst, wenn der Teufel noch weiter wütet in dieser Welt, wenn er Verfolgung gegen sie aufhetzt, weil sie sich deinem Frieden verpflichtet haben und nicht der menschlichen Vernunft und diesen Dingen. Mach sie festen Herzens, egal was über sie kommt, dass sie spüren, dass der Lohn des Gehorsams deinem Frieden gegenüber Herrlichkeit ist. Herrlichkeit und Verwandlung und Furchtlosigkeit und Leben. Dass sie gesättigt sind, wie ein Fisch im Wasser sich wohlfühlen. Dass für sie Verfolgung tausendmal herrlicher ist als der Scheinfriede der Gottlosen, als die Scheinfreiheit derjenigen, die von dir losgelöst leben. Segne sie und versiegle sie. Komm mit deinem Geist über sie, das Wollen und Vollbringen zu einer Einheit werden. Lass diese Herrschaft des Friedens in ihrem Leben Substanz haben, dass sie mit dieser Berührung, die sie heute berührt haben, mitgehen können. Und gib ihnen die Deckung, dass sie in eine Bemessung finden, dass sie dieses Leben unterscheiden lernen, dass sie dieser Gefahr ausweichen,
die sie von diesem Weg wieder abbringen möchte, diesen Weg verfälschen möchte. Erbarme dich, Herr, dass diese Menschen vor dir Bekenntnis finden, vor dir, Vater, und deinen heiligen Engeln. Seid versiegelt, seid begnadigt in Jesu Namen. Amen. Bitte bleibt einen Moment stehen. Ich habe etwas vorbereitet für euch, wenn ihr aufgestanden seid. Bitte, ihr bekommt jetzt eine kleine Karte in die Hand. Eine kleine Karte, wo ihr bitte, das möchte ich euch bitten, wo ihr dem Glauben, dem Bekenntnis Taten folgen lassen könnt. Das meint, wenn ihr wirklich von Herzen sagt, ich möchte diesem Strom verpflichtet bleiben, ich möchte euch nicht schuldig sein, ich möchte nicht so tun, als könnt ihr jetzt nach Hause und dann ist alles, das läuft dann alles von selber. Ich möchte euch einfach sagen, wo die Gefahr liegt. Die Gefahr liegt, dass wir das, was wir heute gehört haben, mit eigenen Inhalten füllen. Das ist wie wenn du ein Kind in ein Flugzeug setzt und sagst, schau, hier musst du nur drücken und dann läuft die Sache. Ganz so einfach ist es nicht. Wir bieten euch mit dieser Karte an, die könnt ihr ausfüllen und wir werden uns melden bei euch und wir können euch dann sagen, wo in eurer allernächsten Nähe Menschen sind, von denen wir denken, die können euch helfen in dieser Unterscheidungslehre, in diesem Unterscheidungsprozess. Wir nennen das auch Bemessung, wo man das Leben bemessen lernt, unterscheiden lernt von falschem Leben. Das wäre unserer Meinung nach die einzig richtige Konsequenz, wenn wir nicht nur jetzt mit äußeren Gebaren, nur vormäßig uns zu bekannt haben durch unser Aufstehen. Und ich bitte euch, füllt diese Zettel aus und bleibt mit uns in Kontakt. Nehmt in Anspruch, dass ihr mehr darüber hört in der Nähe, wo ihr wohnt. Wir haben hunderte von Leuten überall, die euch unentgeltlich schulen, die euch unentgeltlich weiterhelfen. Und wenn ihr das nicht mehr wollt, dann sagt ihr es, dann kommen die nicht wieder. Ihr müsst keine Angst haben, dass wir euch hier einfangen und sektiererisch bearbeiten. Du kannst auch jetzt diese Karte zerreißen, wenn du willst. Ich will dir nur nicht schuldig bleiben. Wir möchten das, was wir wissen, wo die Gefahren sind, dir unentgeltlich helfen, dass nicht dasselbe geschieht wie mit der charismatischen und Pfingstbewegung, wo viele gute, echte Dinge gekommen sind und dann wurden sie auf eigenwillige Weise umgesetzt, bis wir ein dämonisiertes Pfingst- und Charismatentum hatten, von dem wir uns heute alle schämen müssen. Das wollen wir vermeiden. Unser Angebot ist da. Und wir wünschen uns, euch wiederzusehen, damit der Verbindlichkeitsstrom mit dem Leben zusammen weitergeht, dass wir zu diesem einen Organismus werden, der sagen kann, wir hören dasselbe, wir erkennen dasselbe, wir haben den einen gemeinsamen Glauben, bist du oben, bin ich auch oben, bist du unten, bin ich auch unten. Dann sind wir Organismus, aber vorher nicht. So, das war's mal für den ersten Teil. Ich danke für eure lange Geduld. Es hat eine halbe Stunde länger gedauert, genauso lange, wie wir später begonnen haben. Jetzt bitte ich die Organisatoren, nach oben zu kommen. Sie werden euch sagen, wie der Rest des Tages ausschaut. Der Herr sei mit euch.